Wir haben wahrscheinlich den Übergang zu einem Spiel eher. Ja, so sieht Deswegen es aus. wünsche ich euch jetzt viel Spaß, eine wundervolle gute Nacht. Wir hören uns dann wieder zum Sport um 1. Blue. Holt eure zum Schweißbänder Sport. mit. Mittagssport. Genießt diesen wunderbaren Run mit Jim. Ja. Hat leider nicht mehr viel davon mitbekommen. Aber wenn das genauso toll wird wie Mario Galaxy das letzte Mal von dir, dann bin ich mir sicher, das wird ein Es wird ein bisschen technischer jetzt, deswegen ist es ja kein Race und so. Wir machen ja Spiel im Speicher, da wird das ein bisschen anders, das Commentary. Gut, dann euch jetzt viel Spaß. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Yes. Habt noch eine schöne Nacht. I am very excited to announce that coming up now on ESA, running Pokémon and Ah, schön, wir sehen sogar da Pokémon Blau. Das ist die eigentliche Edition, die wir spielen werden. Oder unser Etienne hier spielt. Ich fand die gelbe am besten. Ja, das ist. Die gelbe Edition hat ein paar Schwierigkeiten. Manchmal mit. Die ist nicht ganz so konsistent mit manchen Tricks. Deswegen ist die bei Speedrunnern eher. Ja, manche mögen sie und dann spielen sie es auch. Aber die hat selbst in 1% leichte Schwierigkeiten, oder ist schwieriger durchzuspielen. Da gibt es ein paar Sachen, die einem das RNG kaputt machen kann. Ja, Genesis und Etienne kennen sich ja. Die haben, glaube ich, schon ein paar Mal bei Ace, habe ich zumindest, zusammen gesehen. Und Genesis kennt auch Teile von den Tricks, weil er macht ja Reverse Badge Order Acquisition, also wo man die Arena-Leiter in der umgekehrten Reihenfolge macht. Da macht man auch. Ist auch so eine Glitch-Kategorie. Macht solche umgekehrten Boss-Order, macht man dann in Spielen, die wirklich gut sind und wo man dann so genug Tricks hat, um sowas auszuführen. Und ja, er kann deswegen auch die meisten Tricks erklären, wahrscheinlich, weil er sich damit beschäftigt hat. Ich habe Teile der Glitches schon mal gemacht, in einer anderen Kategorie, teilweise, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue, einfach dem Guide zu folgen, wie man das sonst eigentlich auch so macht. Und deswegen für dieses Commentary mir auch ein paar andere Erklärungen mehrmals angehört, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Wobei ich auch einen Programmierhintergrund habe. Ich habe auch schon mal ein bisschen rumgehackt. Aber das hat mir jetzt nicht ganz so viel geholfen bei dem. Okay. Ja, wir fangen ganz normal an bei Professor Eich, der möchte, dass ja dein Pokédex gefüllt werden will. Das machen wir auch mit 151 Pokémon. Die meisten fangen mir in gewisser Weise. Der normale Trainer braucht jetzt erstmal, ja, der Rivale braucht einen speziellen Namen. Wir brauchen nämlich bestimmte Werte im Speicher, mit denen wir dann rumspielen können. Also es ist, ja, Speichersache, so wie Zelda wahrscheinlich vorhin auch. Habe ich nur teilweise mitbekommen. Aber ich kenne da ja auch ein paar Tricks, die da gemacht werden, im Speicher rumzuschreiben. In Pokémon schreiben wir ein paar Werte in den Speicher, unter anderem den Namen des Rivalen. Auf den haben wir dann Zugriff später, auf die Bits und Bytes. Und dann schieben wir die rum. Und deswegen ist der Name ein bisschen komisch. Die Trainer-ID auch, die hat er vorher manipuliert im Menü. Wenn man das Spiel halt hart resettet und dann die Inputs im Hauptscreen entsprechend unterschiedlich macht, kann man andere Trainer-IDs setzen. Die Trainer-ID ist zur Identifikation im Spiel, dass das Spiel weiß, dass du welche Trainer das Pokémon gefangen hat oder wem das Spielstand gehört. Und auf diese Werte haben wir alle später noch Zugriff. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde, bis wir wirklich mit dem Glitches anfangen, weil das Spiel ist zwar kaputt, allerdings, wenn man vorher das Spiel irgendwie aufmachen will, es geht nicht wirklich, man braucht halt einen Dosenöffner und der kommt jetzt so in einer Viertelstunde. Und bis dahin vertreiben wir uns die Zeit, ein Setup aufzubauen, hier mit Bisasam als Starter, den brauchen wir. Wichtig in dieser Kategorie, einer der wenigen Kategorien, wo Bisasam ja, sinnvoll benutzt wird. Und jetzt macht er hier auch Trainer-ID-Check, 54878. Ist richtig. Jetzt habe ich seinen Special-Wert verpasst. Der ist nämlich auch noch wichtig. Vielleicht gucke ich nochmal nach. Egal, geht er jetzt in den Trainerkampf. Der ist ein bisschen spannend, weil Tackle in Generation 1 nur 95% Trefferwahrscheinlichkeit hat. Vielleicht verfehlt er auch manchmal. Was war jetzt der Wert? Spezialwert 12, das ist eher an der unteren, mittleren Range. Aber es gibt auch ein Backup, falls die Spezialwerte nicht passen.
Es ist jetzt nicht ich am Kampf hier, Tackle ist ja eine physische Attacke, da brauchen wir jetzt einen Spezialwert eigentlich nicht, aber wir brauchen den für einen Setup im Speicher. Weil in einer Viertelstunde machen wir einen Glitch durch eine Wand und dass uns da das Spiel nicht abschmiert, müssen wir eben bestimmte Werte in den Speicher schreiben und vorhanden sein, damit das Spiel nicht softlockt. Also sich einmal aufhängt und vergeblich irgendeinen Wert sucht, den es nicht finden kann, sondern dann halt den Wert im Speicher findet, der entweder unser Spezialwert unseres Pokémons hier ist, unseres Starters, zusammen mit dem Wert von Taubsi. Oh, das wird hier aber knapp. Muss er wahrscheinlich die Potion benutzen, ja, die hat er am Anfang im PC aufgenommen. Wenn man wirklich auf Zeit geht, dann nimmt man das nicht mit. Aber das ist so eine Sicherheit hier. Man kann trotzdem sterben. Scratch macht da doch ein bisschen mehr Schaden. Er macht halt wieder weniger Schaden, weil er immer die ganze Zeit die Attacke abbekommt, dass sein Angriff gesenkt wird. Seine Verteidigung gesenkt wird, dann macht es mehr Schaden. Glaube ich, oder? War das Heuler? Irgendwas. Er meint, er hat eine 12 auf 13, auf Level 16. Das bedeutet, er hat eine 100% Chance, dass er den entsprechenden Spezialwert bekommt auf Level 8. Dass das Spiel nicht abschmiert. Er braucht eine 16 im Spezialwert. Das ist eine der Koordinaten, die er im Speicher braucht. Mit der Glitch nachher funktioniert. Aber und er nimmt hier noch Erfahrungspunkte mit. Ja, erstmal noch nicht fangen. Er hat ja eh noch keine Pokébälle. Jetzt gibt es erstmal das übliche Route 1 hoch und runter gelaufen. Ne? Auf dem Weg nach Vatania City. Und auf dem Weg nach Vatania City. Dort, meine Freunde, ist das Ziel. Ich hab's ja auch mal den Song auf der CD. Stimmt, da gab's mal sowas. Wie gesagt, zu lange her alles. Nein, nicht Ataria, es ist Vatania. Auf Deutsch Viridian City. Im Englischen. Da muss er jetzt wieder den Paket vom Oak, vom Professor Eich abholen und eben das Spiel ein bisschen voranbringen. Weil, aufbrechen können wir das Spiel jetzt noch nicht. Die Any%-Kategorien ohne Speicher-Corruption, glaube ich, muss jetzt den Teil ja auch noch machen. Und biegt dann im Vatania-Wald einmal 90 Grad ab in die Hall of Fame. Wenn man die Safe-Corruption, die ganz kurze Kategorie, so 2 Minuten, die ich auch mal gemacht, geschafft habe, zumindest ausgeführt, eine Zeit auf dem Leaderboard habe, da kriegt man halt entsprechende Werte in den Speichern, dass man halt mit dem Speichervorgang das Spiel resettet und dann eben krumme Zahlen dann im Speicher, in der Speicherdatei sind, dann kann man damit rumhantieren. Hier machen wir das etwas sauberer, eben auf anderen Wegen, damit das Spiel, glaube ich, wahrscheinlich noch spielbar bleibt, halbwegs. Aber ja, das er wird das Spiel einigermaßen kaputt machen, allerdings betrifft das halt nur den Arbeitsspeicher, weil das ROM kann man ja nicht wirklich umändern. Da wird ja der Speicher ausgelesen in der Cartridge, deswegen das Spiel macht man damit nicht kaputt. Die Speicherdatei vielleicht, ja, das kann passieren. Man kann auch viel softlocken im Speedrun, wie ich gehört habe. Gibt es einige Sachen, wo man aufpassen muss, sonst hängt sich einfach das Spiel auf. Es können auch ein paar Manipulationen schief gehen, haben auch eine gewisse Chance schief zu gehen. Steht allerdings nicht im Guide, deswegen weiß ich nicht genau, was da die Chancen sind. Aber ansonsten ist der Guide eigentlich recht übersichtlich, den es dafür gibt auf der speedrun.com-Seite von dem Spiel. Und erklärt sogar teilweise, was die Speicherslots und so machen. Das ist auch selten, dass die großen Sachen erklärt werden. Also die Speichersachen. Ja, also so nebenbei. Es wird halt gesagt, wechsel das Item mit der Anzahl, mit dem Item in der Anzahl. Und dann steht manchmal, ja, mit dem und dem Skript und so. Von der Route oder ja, der Trainer-ID oder der X-Koordinate.
Sowas steht mal kurz dran. Das macht es ja knapp mit dem Topsy. Auf Level 7. Der und macht generell die Kämpfe sehr knapp, habe ich das Gefühl. Ja, es kann mal auch mal schief gehen hier. Mit den Erfahrungswerten. Braucht jetzt erstmal noch Pokebälle, um einen Topsy zu fangen. Paralyze Heal braucht er später noch, weil er später ein Pokémon fängt, das paralysiert ist. Und das er in dem Fall zumindest geheilt haben will. Allerdings muss er auch die Items mal vollkriegen, weil wir sehen ja auch den Missing No Glitch, die Missing Number. Und da braucht man sechs Items, weil das sechste Item wird ja vermehrfacht dann bei Missing No. Deswegen muss er auch ein bisschen voll sein. Jetzt geht er in die Manipulation vom Taubsi. Es ist ein Hard man speichert an einer bestimmten Stelle, macht dann ein Hard Reset und kann dann die Eingaben so buffern, also ein bisschen vorhalten. Man hat ein gewisses Fenster, auch beim Laufen und dann gewisse A, den A-Knopf drücken an manchen Stellen, um so ein bisschen Delay zu machen. Und dann kriegt er hier sein gewolltes Taubsi, auch mit den gewollten Statuswerten. Ein bisschen wichtig halt, damit die Daten entsprechend passend im Speicher. Auf die Weise macht man sonst auch seine Pokémon in den Hauptruns, so Nidoran. Ein starkes Nidoran fängt man zum Beispiel eher westlich von Vatania, jetzt sind wir hier nördlich von Vatania, Richtung Wald unterwegs gerade. Und ja, wir werden noch ein paar Manips sehen, weil das halt eine Möglichkeit ist, bestimmte Pokémon zu bekommen. Jetzt macht er hier das Raupi, eine Raupi-Manipulation. Im Wald gibt es auch eine Erweiterung vom Taubsi, wenn man da entsprechend die Fenster in einem gewissen Zeitfenster alle schließt. Das ist ein bisschen trickier, wenn man da der Pokédex und so aufgeht. Dann kann man so eine Manipulation auch noch länger halten nach einem Kampf. Habe ich jetzt auch nie groß gemacht oder probiert, weil ich mir jetzt nicht wirklich zu getraut habe, so ein Taubsi manchmal zu bekommen nach einem Nidoran. Er macht hier auch eher so das Backup. Und deswegen kriegt er aber auch hier keine Zufallskämpfe oder sollte keine kriegen, wenn hier alles korrekt läuft. Wobei Vatania Wald hat ja eh geringe. Oh, er hat da einen Fehler gehabt in der Manipulation. Jetzt gerade an der Ecke, glaube ich, am Ende. Auf jeden Fall hat er es nicht ganz geschafft, hier während die Sachen zu erklären, hier auch so eine längere Manipulation zu machen. Muss man das auch wirklich im Blut haben. Das letzte Mal, wo ich eine größere Manipulation gemacht habe, Mondberg, das war irgendwie ZFM 2019 noch. Ein Rotrennen ja gehabt. Hier auf dem Kanal, da haben wir dann auch erstmal geschwiegen, als wir beide Mondberg waren und dann den kompletten Mondberg mit Manipulation durchquert haben. Er meint, er soll aufhören zu sprechen. Genesis soll übernehmen. Damit die Manipulation funktioniert. Das heißt, wir sammeln uns aktuell noch unsere Pokémon zusammen, die wir brauchen zum Kämpfen? Nee, das Raupi ist eigentlich auch schon. Also das Taubsi war wichtig, weil dessen Indexwert, also dessen ID-Nummer von der Spezies Taubsi wichtig ist, damit uns das Spiel nicht abschmiert jetzt dann gleich. Okay. Nach dem Wald, das Raupi ist jetzt eigentlich nur, damit wir es dann im Pokédex schon mal haben. Genau, weil ich denke halt, also als normaler Mensch denkt man halt, man fängt einfach alle und man achtet nicht auf die Nummern. Was auf die Special-Werte oder sonst irgendwas. Ob das Sidoran jetzt stärker oder schwächer ist, ist ja erstmal egal für einen Gotta Catch 'em All One. Ja, das wäre egal, wenn man aber nicht so viele Glitches machen würde, wo das Spiel einem softlocken kann und abschmiert. Also man achtet jetzt wirklich auf die Special-Werte von den einzelnen Pokémon, damit das Spiel nicht abschmiert. Also jetzt in dem Falle von Bisasam. Bisasam hat den richtigen Spezialwert auf Level 8, das wird er jetzt gleich hochleveln. Dann wird er einen Spezialwert von 16 haben, weil das halt sich so ergibt aus den DVs. Aus den Data Values, die jedes Pokémon hat.
da, es können halt ein paar Chancen auftreten und im Guide steht auch schon. Also wenn man von Level 5 auf Level 6 auflevelt und dann von 12 Special auf 13 Special hat, dann hat man eine 100% Chance, 16 als Spezialwert zu bekommen auf Level 8. Das weiß man einfach so. Da gibt es nicht so viele Variationen. Es gibt ja DV-Werte, hat jedes Pokémon quasi die Stärke eines Pokémon wird entschieden hauptsächlich durch die DV-Werte, oder das ist ein Teil davon. Die gehen von 0 bis 15 in Generation 1 und 2, in späteren Generationen dann von 0 bis 31. Wenn die höher sind, ist es natürlich meistens für den Speedrun besser, weil es an das Pokémon stärker ist. Und da hat er auch sein 16er, da hat er es jetzt beim Level aufleveln gesehen, nochmal nachgeschaut, dass er auch Spezialwert Level 16 hat, also den Wert 16 hat. Und jetzt muss er nicht die PB-Threads machen, es gibt auch ein Backup. Da ändert man dann die Attackenreihenfolge von Bisasam und hat dann jeweils 36 PP mit Growl-Attacke und 16 PP mit der Tackle-Attacke. Die muss man sich so hindeichseln, eben dann im Kampf mit einem Kakuna, weil das nicht angreift, dann kann man unendlich lang kämpfen und dann ein paar Attacken raushauen und dann die Werte entsprechend anpassen und dann braucht man kein Taubsi und kein Spezialwert, der stimmt vom Bisasam. Ist halt das Backup. Das habe ich, glaube ich, in meinem PB von AnyPercent No Safe Corruption gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat jetzt noch ein paar Items gekauft, damit wir auch insgesamt 6 Items haben und dann Missingno das 6. Item auch vermehren kann. Das ist jetzt in dem Fall ein Escape Rope. Das ergibt sich halt so. Okay, jetzt hat er zu dem Typen gesprochen, der einen eigentlich aufhalten soll, aus der ersten Stadt rauszukommen. Da ist ein Script. Der hält einen dann auf. Er hat allerdings hier gebuffert und gespeichert nach seiner Textbox und wird jetzt rechts von ihm rauskommen. Und damit rechnet halt das Spiel nicht, dass er jetzt hier auf der anderen Seite ist, dass er hier zwischendurch mal speichern konnte. Und jetzt redet er hier ihn von rechts an. Und jetzt sollte es funktionieren. Das Spiel stürzt nicht ab und er kann da durchlaufen. Das Spiel sucht hier... Deine Koordinaten sind halt rechts von dem jungen Mann. Der 16 und 36 sind da die jeweiligen Koordinaten und das Spiel sucht nach den Koordinaten im Speicher, um das Skript rauszufinden, was es abspielen soll. Wenn es die Koordinaten nicht findet, findet es kein Skript oder sucht ewig und dann softlockt halt das Spiel. 16 ist jetzt sein Spezialwert, 36 ist jetzt Taubsi, die Spezies-ID. Nicht die Pokédex-Nummer, weil Pokédex-Nummern haben die Pokémon hier nicht. Die haben in der ersten und zweiten Generation die ID noch, ja, ist jetzt auch gerade wieder in einem Manip unterwegs, die haben die ID, so wie sie damals ins Spiel hauptsächlich einprogrammiert worden sind. Deswegen ist die ID-Nummer 1 zum Beispiel Raihorn. Und nicht die Pokédex, entspricht dann halt nicht der Pokédex-Nummer. Ja, hier ist ein Dugtrio, das hat funktioniert. Das fängt er sich auch. Da gibt es ein Backup, das hätte jetzt nicht unbedingt bekommen müssen. Manche Pokémon sollte man bekommen. Sonst sieht es essig aus mit dem Run. Das Dugtrio, das ist auch mal optional, glaube ich. Müsste auch hier irgendwo erwähnt sein. Ich glaube schon, das gibt es ja andere Gegner. Also wir fangen teilweise, jetzt haben wir jetzt halt hauptsächlich mit den Manipulationen das die Pokémon gefangen. Er ist halt hier außerhalb der Map rumgelaufen mit diesem Brock-Proof-Wall-Glitch, mit diesem kleinen Script-Hack, wo er da rechts war. Und wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Welt, mitten in Kanto. Und jetzt macht er ein paar Menüs. Und zwar den... nee, Moment. Nicht die Menüs. Ja, er lässt auf jeden Fall erst Pokémon da, nimmt nur sein Taubsi mit. Weil er möchte auch nochmal ein paar Death Warps haben. An dieser Stelle. Also sterben und dann an einer anderen Stelle wieder rauskommen. Und zwar geht's jetzt zu Missingno. Yay! Beziehungsweise. Ach nee, vorher kommt der andere Trick noch, den man vielleicht von dem Mew-Glitch kennt, so wie man Mew normalerweise bekommen hat. Und zwar speichert man. Manipuliert man sich da mit der Manipulation, die er jetzt gerade anfängt, einen Encounter, ein wildes Pokémon, genau vor einer Trainerbegegnung. Und beziehungsweise Mew Glitch, da fliegt man weg, bevor er einem sieht. Und dann
fliegt das Spiel halt aus, oh, du solltest eigentlich in einem Trainerkampf sein, du bist aber weggeflogen und es ist noch nichts passiert. In diesem Fall versucht er zu sterben vor dem Trainerkampf und das hat einen ähnlichen Effekt. Ich sollte mir vielleicht das auch angewöhnen, immer zu sagen, oh, unglücklicher Kampfverlauf. Wer ist doch jetzt gestorben? Ja. Ja, aber das ist ja das Gewollte. Jetzt eine No-Text-Box hier bei dem Mädchen, das einen Tausch, das Porenta tauschen will. Das ist, glaube ich, diese No-Text-Box hier auch nur aus dem Missingno-Glitch. Jetzt geht's zum Missingno. Also das Spiel hat er jetzt entsprechend in den so in den Status gebracht mit diesem Trainerkampf, der eigentlich anfangen sollte in der einen Gegend, aber er ist gestorben schon vorher von einem wilden Encounter. Ist damit nicht im in diesem Trainerkampf gelandet. Das macht ein bisschen Probleme mit dem Spiel. Und er hat jetzt hier Missingno bekommen. Und Missingno jetzt hier zu sterben, dadurch, dass er Missingno begegnet ist, ist jetzt das sechste Item den 127 ist um 127 drauf addiert worden. Also er hat jetzt das sechste Item, das Fluchtseil. Nee, 127 Mal, glaube ich, häufiger. Und ja, das muss er nochmal wiederholen. Wir werden jetzt nochmal Missingno sehen. Eben als Setup, damit wir den ersten Item Underflow bekommen können, damit wir entsprechend viele Items in der Item-Tasche haben, um damit rumzuspielen, um dann mehr Speicherzugriff zu haben. Das alles, was jetzt hier noch gerade läuft, ist, dass man quasi einen Hexeditor freischaltet im Spiel. Und dann lustig die Bytes im Speicher rumschieben kann. Muss man bei der Kategorie am Ende trotzdem die Top 4 besiegen? Oder reicht es oder ist Time quasi mit dem Catch vom letzten Pokémon? Also die haben jetzt immer Hall of Fame das Ending. Ich denke mal, das ist einfach so geblieben, weil es eh so verglitscht ist, da geht man dann direkt in die Hall of Fame. Ah, okay. Und dann hat man nochmal einen Screen auch, wie viele Pokémon man angefangen hat am Ende. Ja, jetzt nochmal das Mädchen, wieder nein, wieder nochmal Missingno. Und das, glaube ich, macht dann noch mehr Schabernack in der Item-Tasche. Da hat man dann noch mehr irgendwie Items. Dieses Item vermehren, das habe ich noch als Kind so gemacht. Keine Ahnung, wie man damals Schulhof oder so das erfahren hat. Das war doch schon im Internet war. Mit der Box auf, keine Ahnung was, Sonderbonbon klitschen. Ja, nee, Sonderbonbon oder Meisterbälle auf Position 6 und dann irgendwie mit Synchro sich holen. Dann hat man viel davon gehabt, ja. Genau, jetzt macht er erstmal am PC ein Item Underflow. Er schickt jetzt ein paar Items weg. Haut da ein paar Items jetzt raus. Jetzt seht ihr hier die bisschen verglitschte Grafik bei dem Anzahl der Items. Das ist halt einfach, weil es schon die Zahl zu groß ist und da müsste jetzt irgendwie 13 oder so stehen oder 25. Und jetzt hat er ein Item Underflow gehabt. Er hat ein paar Items rausgeschmissen, ein paar Items beim Escape Rope teilweise weggeschmissen und dann zusammengepackt und dadurch dem Spiel vorgegaukelt, dass er weniger als 0 Items hat und dadurch kann er weiter runter scrollen, als die Item-Tasche es erlauben würde. Also es gibt diesen Cancel-Button oder die Ende der Item-Liste ist eigentlich ein Item, was 200, die Zahl 255 hat. Und diese 255 ist auch irgendwie oberhalb im Speicher. Und jetzt hat er nochmal ein Item-Underflow gemacht. Und da macht er jetzt nochmal ein bisschen Speichermanipulation. Da kann er jetzt quasi nach den ganzen Nullern, das ist seine leere Item-Tasche, gibt es halt keine Items wirklich drin. J ist zufälligerweise halt der Name dieses Items, des wahrscheinlich nullten Items oder so, leerer Speicher, denke ich mal. Und wenn er dann weiter noch weiter runter scrollt, dann hat er Zugriff auf manch lustige Variable, womit er jetzt ein paar Setups macht. Ja, Item Underflow, man packt halt ein paar Items noch zusammen, merge die irgendwie zusammen, dann geht es irgendwie so ein Counter, dann hat man irgendwie von 2 auf
ich glaube, die 255 Items sind dann, rechnen irgendwie als minus 1 oder man hat irgendwie einen Overflow. Ist ja ein 8-Bit-System, der Game Boy. Da hält man bei 256 auf. Dann kommt man irgendwie von 2 und 255 dann auf 1 runter. Dann nochmal 250, dann ist man irgendwie bei 0. Und dann hat man irgendwie dieses 255-Item, wo dann das Spiel meint, irgendwie man hat entweder Negativ-Items oder es findet halt die Begrenzung nicht mehr und lässt einen dann hier runter, komplett runterscrollen. Und was er hier macht, ist mehrere Skripte zu ändern, dass er, wenn er dann später zu verschiedenen Orten fliegt, einen Pokémon-Encounter bekommt. Welchen Pokémon-Encounter er bekommt, das hängt dann von den Spezialwerten der vorherigen Pokémons ab und oder einer anderen Sache. Aber das ist so dieses der Trainer-Fly-Glitch, also so wie man damals oder allgemein Mew am besten bekommen kann im Spiel ohne Nintendo-Hilfe, dass man halt ein Pokémon bekämpft, was einen entsprechenden Spezialwert hat, der ID-Nummer von Mew entspricht, der Spezies von Mew. Und das kann man aber auch hier auch noch ausnutzen, um andere Pokémon zu bekommen, die man sonst schwieriger bekommen würde. Manche kann man einfach normal fangen, was er auch machen wird, und manche muss man ein bisschen hier rumtricksen, und da hat er halt ein paar Skripte gesetzt im Speicher. Jetzt ist er nochmal, und er hat auch noch gesetzt, dass er hier in Celadon rauskommt. Das ist eigentlich die Stadt hier nordwestlich von Vermilion, wo er gerade war. Und er kauft hier ein paar Items, einfach um seine Tasche zu füllen. Entsprechend mit Werten von den Items, also die Items haben bestimmte Werte, die man im Speicher haben will. Die Anzahl der Items ist wichtig, mit der will man noch ein bisschen rumspielen. Er braucht jetzt hier die Evolutionssteine, die sind wichtig, damit man Pokémon wirklich auch weiterentwickeln will, ganz am Schluss dann. Noch der normalste Nutzen, und er achtet auch darauf, dass seine Geldmenge entsprechend passt, weil damit wird dann auch noch rumgespielt. Dass die irgendwie bei 4900 rauskommt. Auch wichtig. Und jetzt muss er nochmal ein Item Underflow Glitch machen. Jetzt packt er hier auch wieder die Masterbälle, muss er jetzt alle rausschmeißen, weil der Item Underflow muss jetzt hier halt anpassen, weil er seine Item-Tasche voll gemacht hat mit normalen Items. Und dann scheinbar das Spiel halt noch ein paar Items halt wieder reinpackt und es dann scheinbar passieren kann, dass dann die Itemtasche wieder im normalen Zustand ist, und deswegen muss ich hier nochmal einen zweiten Underflow Item Underflow machen und hier die Meisterbälle wegschmeißen, bis er, ja, jetzt ist er wieder bei 2, dann auf 1 runter, dann auf 0, nochmal packen, dann verschwindet es irgendwie, und jetzt hat er die normalen Items alle oben, die er gerade gekauft hat, konnte aber komplett runterscrollen, jenseits der normalen Item Begrenzung, die glaube ich irgendwo so, denk mal, bei 20 oder sowas liegt. Und er kann irgendwie so, ich glaube, man kann irgendwie 250 oder so runter scrollen, aber irgendwie 128 sind scheinbar nur vorhanden. Ja, jetzt hat er auch hier wieder den Ausgang der Map verändert. Das ist immer so zwischendurch noch ein bisschen, wenn er die Items so hin und her tauscht, dann baut er ab und zu die Ausgänge, die Warp-Punkte der Karte um. Und dann kommt er an anderen Punkten raus, und so bewegen wir uns hauptsächlich durchs Spiel. Dann ist es natürlich die Sache, dass das Spiel nicht ordentlich nachlädt, und deswegen sehen die Grafiken ein bisschen merkwürdig an der Stelle aus, obwohl er jetzt gerade in der Safari-Zone ist. Die Safari-Zone, er muss jetzt hier immer dieses 9F-Item, da würde ich darauf achten, er muss jetzt immer dieses 9F-Item im Kampf auswählen. Wenn er das macht, hat er Zugriff auf die normale Item-Tasche, und dann kann er auch rumlaufen auf der Map, obwohl er im Kampf gerade ist, dann läuft er zu einem bestimmten Punkt auf den Karten, womit er dann diesen wilden Encounter ändern kann. Wenn er jetzt nach dieser Speichermanipulation, die jetzt gerade noch ein paar andere Sachen macht, muss er dann das Item Nummer 4, also mit dem Namen 4, auswählen. Und dann wird das, oder an der Stelle glaube ich gar nicht. Ja, kann sein, dass es auch an der Stelle geil ist. Dann wird es vielleicht anders an der Stelle manipuliert. Ja, jetzt hat er ein Ekans bekommen. Er hat nicht das Nidoran weiblich, das er gerade gehabt hat. Es gibt ein paar andere Varianten. Aber dann vielleicht die Reihenfolge. Ja, wir sehen es auf jeden Fall, den Teil an anderer Stelle. Ekans
wird das Haupt-Pokémon für deinen Run sein. Es ist irgendwie Level 173. Das Pokémon, was man braucht, sollte besonders schnell sein auf jeden Fall, weil man ein paar wilden Encountern entkommen muss, dann später im Spiel, die man halt nicht braucht, die man normal aufsammelt, wie man halt Pokémon sucht, per Zufall, und dann kommen halt manchmal Pokémon, die man nicht haben will, und dann muss man weglaufen, und dann sollte das Pokémon möglichst schnell sein, um da wegzukommen. Ja, das ist das Rattan, das man jetzt hat. Das ist auch paralysiert, und das hat er jetzt auch geheilt. In der Version vorher, und ich glaube, die Version auch, die ich ein paar Mal gesehen habe, dann, da hat man einen Elektroball, also das dieses Pokémon, was so wie ein Pokéball aussieht, gefangen, weil das das schnellste Pokémon ist, aber auch nur so in der Level 50 rum, und konnte mit dem halt entkommen, und irgendwie und dem Run, den ich hauptsächlich geschaut habe, der war irgendwie noch von August 2020 beim offiziellen Pokémon Speedrun Community Marathon. Und der Guide, nachdem er jetzt hier spielte, Atien, der ist dann ungefähr einen Monat später entstanden. Und dann ist der größte Teil des Runs ist ähnlich geblieben. Auch die Sektion hier mit Safari-Zone, aber halt Haupt-Pokémon war dann schon anders und ein paar andere Sachen. Und vor allem das Ende, wann man die Pokémon entwickelt und auflevelt, weil manche muss man auch aufleveln mit den Rare Candies, Sonderbonbons. Das sehen wir aber alle später. Nicht verteilt wie in einer etwas früheren Version von des Runs. Der Run ging durch viele Iterationen durch, und wir sehen so jetzt quasi jetzt das Endergebnis, was stabil geblieben ist seit September 2020. Das ist so die letzte Version. Jetzt hier. Er macht jetzt so eine Manipulation, so eine Kettenmanipulation, geht vom einen Pokémon ins nächste, wählt dann immer, er hat die Karte geändert, also er ist eigentlich nicht in der Safari-Zone, sondern das Spiel möchte eigentlich eine andere Karte laden, deswegen kann er auch hier ganz normal kämpfen. Safari-Zone könnte man ja sonst nur Safari-Bälle oder Steine schmeißen oder Futter. Kann ja wieder auch andere Sachen machen. Weil er eine andere Karte reingeschrieben hat in den Speicher. Das Spiel möchte unbedingt eigentlich diese Karte laden. Wenn er normal aus dem Encounter rauskommen würde, dann würde er auch in dieser neuen Karte landen. Er benutzt allerdings immer dieses Item, was 9F heißt. Das hat er relativ weit oben in seiner Itembox, Tasche. Und damit verhindert er, dass das Spiel die Karte dann direkt lädt, weil er dann noch Zugriff auf seine normale Tasche hat. Wir sind jetzt aber mittlerweile am Ende angekommen und fängt das Pokémon jetzt hier direkt an, dürfte jetzt auch direkt in der nächsten Phase rauskommen. Dieses 9F-Item zu benutzen an der Stelle, das ist der sogenannte LG oder der LOL, kurz für LOL-Glitch. Die Glitches haben alle merkwürdige Namen irgendwie. Man hat sie wahrscheinlich gleich gefunden und dann irgendwie benamst, und für mich klingen viele recht ähnlich. den habe ich mir mal gemerkt, der LG-Glitch, oder wahrscheinlich dann LOL-Glitch, weil es geht dann für Glitch steht. Ja, den benutzt man noch häufiger, um das Pokémon, das wir als Encounter bekommen haben, zu verändern. Man kann halt hier aber auch dann quasi auch direkt im Encounter speichern, und so hat er jetzt hier vier Pokémon hintereinander dann auch gleich manipuliert. Mal kurz orientieren. Genau. Dann ist er in Lavender rausgekommen. Hat Pantymos gefangen. Und dann weitergeflogen. Also man braucht einen Flug. Ein Pokémon, das halt fliegen kann. Um eben von Punkt zu Punkt auch zu fliegen. Auf der Map. Und wo sind wir jetzt? Wird das Cerulean? Da sind wir jetzt hingekommen. Das Warping wird er in Pokémon Center, hat er halt die Warping-Zone geändert und konnte sich dann halt die Variable anders gesetzt und ist jetzt in Cerulean Cave rausgekommen, wo Mewtwo ist. Die werden wir dann auch gleich besuchen, nachdem er hier Pokémon, jetzt kommt eine normale Phase, jetzt wenn er jetzt hier ein bisschen hin und her fährt, da kann man ganz normale Pokémon fangen. Hier, davor hat er noch
Textpointer geändert. Ich glaube, glaub, das Golem noch gefangen. Das Golem war der Pokéball. Der Pokéball, ja. Es gibt, man kann den Textpointer ändern von manchen Dingen und dann kriegt man auch entsprechend andere wilde Pokémon an Pokébällen. Beziehungsweise man kann auch den, die Ausgabe von manchen NPCs ändern. Manchen Personen, die in der Welt rumlaufen oder von Schilden. Da kann man auch lustige Sachen machen, indem man halt den Zeiger oder die Speicheradresse den Wert ändert. Wo der Effekt steht, was eigentlich rauskommen soll. Und ich müsste, glaube ich, das Golem gewesen sein, aber da habe ich mal kurz weggeschaut. Jetzt ist er ganz normal im Fang und ja, verlässt sich ein bisschen aufs Glück. Ich habe jetzt ihn nicht desammeln sehen. Man kann ein bisschen beeinflussen, was man fängt, indem man halt nachschaut, was man bekommen hat, welche Spezies hat man bekommen, auf welchem Level. Dann weiß man ungefähr, wo man mit dem RNG ist. Und dann kann man ein bisschen abschätzen, hier warte mal eine halbe Sekunde oder eine Sekunde, um dann einen anderen Slot zu erwischen. Also man weiß halt, wie die Pokémon angeordnet ist, sind mit im Slot, wer nacheinander kommt. Dann kann man so ein bisschen abwarten, dass die RNG-Werte entsprechend passen. Funktioniert nicht immer, nicht wirklich zuverlässig, aber so hat man früher und fängt man heutzutage noch in der Classic-Version, ohne wo die Manipulationen nicht erlaubt sind, indem man einfach Hard Resets verbietet, also die Konsole komplett auszuschalten und wieder neu zu starten. So wie man da das Nidoran fängt für den Hauptrun, das kann man aber auch mit Desam machen. Dann sind zwar nicht die Statuswerte festgelegt, aber man hat zumindest die höhere Chance, das Pokémon zu bekommen, was man will. Ja, in dem Fall will er halt ein paar Pokémon davon. Auch das Hypno. Da freut er sich jetzt schon besonders. Ein bisschen. Hypno wäre das Beste. Es gibt hier eine Liste, Guide, was die besten Encounters sind, wo man sich freuen kann. Alle, und diejenigen, die man eher mit Backups noch bekommen kann, später. Ja, ist er dann. Dann durch. Und jetzt macht er eine Manipulation, um die Karte leicht zu verändern, um dann bei Mewtwo rauszukommen. Ja. Wollt ihr was sagen? Ich frage mich, was man da alles im Kopf wissen muss, wenn man das jetzt da performt oder sonst spielt. Welche Backup-Threads, welche Encounter man, wenn man so bekommen kann und wie nicht. Das ist bis jetzt Informationen in einer halben Stunde. Das ist fast zu viel für mich. Ja gut, das sind auch Informationen, ich versuche ja hier auch zu erklären, was wie die Funktionsweise ist. Natürlich, aber wo man sich als Runner weniger Gedanken drum machen muss. Man führt halt einfach aus, das ist dann Item mit dem Namen gegen Item mit dem Namen und dann macht man hin und her und man merkt sich teilweise nur noch, ja, zwei Slots hoch, dann mit dem Item tauschen, was drei Slots drunter ist und so weiter, damit man halt schnell ist. Schaut gar nicht wirklich mehr, vielleicht teilweise dann, was man jetzt da hat. Und ja, macht dann so seine Sachen durch. Ja, jetzt hat er das Mewtwo gefangen, danach hat er noch einen Encounter bekommen, den er dann gegen als Tauros geändert hat. Auch wieder so ein LG-Glitch, oder LG, das war das Tauros, ja. Mal kurz wieder orientieren. Ja, jetzt braucht er eine Manipulation, die hat er jetzt gerade auf dem ersten Versuch nicht geschafft. Gleich wieder Reset. Manipulation auf dem Chanera. Und da gibt es zum Beispiel extra Text, der beim Speichern kommt. Da sollte man dann nicht zu schnell resetten, weil man recht schnell zwar resetten kann, aber manchmal kommt extra Text. Ich weiß es gar nicht, ob es an der Stelle ist. Es kann sein, dass man ändert ja Teile im Speicher, unter anderem seine Trainer-ID manchmal. Und wenn man die Trainer-ID ändert oder wenn die Trainer-ID abweichend ist von dem, die im Speicherdatei vorliegt, im alten, dann sagt das Spiel, du hast scheinbar einen neuen Speicher oder einen Trainer neu angefangen, weil die unterscheiden sich jetzt meistens ja durch die Trainer-ID, die ihnen zufällig festgelegt ist vom Spiel. Und dann fragt es halt, möchtest du wirklich deinen alten Spielstand überspeichern?
Ansonsten fragt das Spiel das nicht, wenn die Trainer-ID übereinstimmt und ja, da muss man halt dann aufpassen, nicht zu schnell zu resetten. Es gab hier so einen sogenannten Crazy Warp, es ist so ein bisschen kaputte Map hier auf der Insel. Da gibt es dann auch die Item Balls, die verhalten sich wie Spinners, also Trainer, die sich wild im Kreise drehen, zufällig in die Richtungen schauen und dann mit einem kämpfen wollen. In diesem Kampf sind aber irgendwie manipuliert, dass er halt entsprechende Pokémon sind, die wir haben wollen. Und er spricht jetzt auch hier zu den Bällen, wo eigentlich normalerweise Gegenstände sind, und bekommt hier noch ein Magneton. Dass er nicht in der Höhle gefangen hat bei Mewtwo und deswegen hier mitnimmt. Das ist zum Beispiel jetzt hier so ein Backup. Beide Möglichkeiten, das Pokémon zu bekommen. Lülülü. Oh, immer. Gilt auch, dass er mal auch mal die Pokémon-Boxen auch mal wechseln muss, weil die regeln ja bei 20 bei 20 ab. Mehr kann man in die Pokémon-Boxen dann nicht speichern und setzen. Deswegen muss er ab und zu auch mal zum PC und die Box ändern. Und da wird das Spiel auch gespeichert, das ist dann so ein bisschen auch safety-safe dann gleichzeitig. Bei der Box, die ist noch leer. Akiko, ja, ich meine, das Pokémon war 173 oder ist 173. Oder ja, genau, das ist ein gecheatetes Pokémon, okay. Ein geglitchtes Pokémon. Das Ekans ist 173. Die kommen alle, man möchte die Pokémon auf möglichst hohen Level haben. Die, wo man hier so normal bekommt, die haben halt ihre üblichen Level, die sie in der Gegend haben. Andere, die man geglitcht hat, die sind meistens über 100. Das ist so Missingno. Kennt man das ja auch aus der Missingno-Gegend, je nachdem. Da kriegt man auch immer Pokémon über 100. Erlaubt das Spiel, wenn das Pokémon die 100er Level-Grenze überschritten hat, dann erlaubt das Spiel wieder zu leveln. Muss aber allerdings halt so sein. Wenn man dann auflevelt bis 256 mit dem Sonderbonbon zum Beispiel, dann resettet das Level wieder auf 0 und man kommt maximal wieder bis auf 100. Aber er möchte halt ein schnelles Pokémon, in dem Fall ist es halt Rettern irgendwie geworden. Und das ist scheinbar schnell genug, um auch von den ungewollten Encountern hier wegzukommen mit Level 173. wir sind jetzt mittlerweile auf Seaform Island gelandet. Auf den Seaform Inseln. Und da fängt jetzt ein paar Wasser-Pokémon und auch Arctos. Die legendären Vögel haben die Eigenschaft, dass es scheinbar nicht so wirklich eine gute Möglichkeit gibt, die zu glitchen. Ohne dass man sie wirklich auf der Karte hat. Also wir werden Arctos und Zapdos relativ normal sehen. Lavados ist ein bisschen Ausreise, das sieht noch ein bisschen anders aus, aber kommen wir noch dazu. Weil manche Werte scheinbar irgendwie nicht so vernünftig zu bekommen sind. Ja, er versucht jetzt halt noch ein paar Encounter zu bekommen. Ja, so macht man das normal, Pokémon fangen, ne? Läuft halt in der Gegend rum und wartet, dass dann das Glück zuschlägt. Also sieht nicht aus, als ob wir wirklich die Sam auch probieren. Sich darauf konzentrieren, irgendwie versuchen, dann Fenster abzupassen mit dem RNG. Und verlässt sich ja so auf das Glück. Psyduck hat er jetzt ja hier schon, deswegen manipuliert er das auch gleich. Verändert es währenddessen auch wieder Sachen im Speicher, unter anderem dem Textpointer zum Beispiel. PLP2. Hätte ich vielleicht mal nachschauen sollen, so Sachen. Hier im Guide auch stehen. Ja, mehr kriege ich jetzt auch nicht raus, als den Textpointer zu ändern. Hat jetzt hier auf Magikarp geändert, das Pokémon. Carvador. Dann muss er speichern. Wenn man dieses wilde Pokémon ändert, mit diesem LG-Glitch, oder LG, mit dem LOL-Glitch, dann kann man kein zweites Pokémon direkt danach fangen, außer man will ein Ditto. Weil jedes Pokémon, das man danach fängt, ist eigentlich ein transformiertes Ditto. Und deswegen nutzt man die Zeit, um da halt zu resetten, speichern, resetten und macht eine Manipulation, um das zurückzusetzen, dass man kein Ditto fängt. Ja, wir wollen irgendwann noch das Ditto haben, aber jetzt halt noch nicht. Es gibt Möglichkeiten, hier ein Ditto zurückzukommen. Das drängt sich förmlich auf an der Stelle mit dem LG-Glitch.
Jetzt, ich hatte da Check-Item benutzt durch die Wand. Check-Item. Das erste. Oh, okay, er freut sich über das Goldax, scheinbar selten. Check-Item, das nennt sich so, weil das erste Item mit dieser Eigenschaft, das man gefunden hat, das ist. Das hat den Namen Check im Spiel. Liegt wahrscheinlich irgendwie in Adresse oder so zufällig auf einem String, wo halt dann Check ist von einem Item. Es gibt auch andere Items, unter anderem den Cancel-Button. Im Item-Menü zum Beispiel hat auch die Funktion. Und da kann man zum Beispiel die Kollision deaktivieren, wie hier auch wieder zu sehen. Und damit kommt er übers Wasser. Also das ist so ein kleiner Glitch gegenüber den anderen Sachen, wo man die Map komplett manipuliert und die Ausgänge verändert. Hier läuft man auf der Map rum und deaktiviert einfach die Wand oder stellt die Kollisionsabfrage aus und kann dann rüber auf die Insel zu Arktos und hat jetzt Arktos gefahren. Den ersten der drei Vögel, der legendären. Also es gibt ja nur drei im Spiel, in Generation 1. Ja, das Anton hat er auch schon gehabt. Deswegen läuft er da davon. Da hat man halt möglichst ein schnelles Pokémon als Haupt-Pokémon hier, damit man halt da mal wegkommt. Keine Ahnung, warum sie dabei rettern. Gelandet sind, das Elektroball hat für mich mehr Sinn gemacht. In der etwas älteren Route. Golbat hat ein schönes Sprite in Generation 1, das haben sie auch ein bisschen geändert. Über die Zeit so, wie die Generation 1 Pokémon in der Welt sind. Ich finde allein schon die Optik zwischen Rot-Blau und der gelben Version einen großen Unterschied. Na, wenn man Grün kennt, das japanische Original, dann ist ja auch schon ein Quantensprung hier. Zu dem Teil. Da waren ja die Sprites noch schlimmer. Also die haben ja, in Japan kam ja Grün und Rot als erstes raus. Und die haben sie dann nochmal überarbeitet als Rot. Und wir haben dann diese rote Version als nochmal als blaue auch bekommen. Mew zum Beispiel sieht furchtbar aus. In der grünen Edition aus Japan. Man redet halt immer über die grüne, dann verwechselt man es nicht, glaube ich, mit der roten Edition, die wir auch hier haben. Ja, so, wir haben Speicher unterwegs. Ah ne, das ist ein ganz normales Escape Rope, aus der Höhle zu hinkommen. Aber ich glaube, in dem Slot, wo man eigentlich sonst so nicht hinkommt. Aber ja, das war ein normales Fluchtseilbenutzung, um aus der Höhle rauszukommen. Zurück zum Pokémon-Sender. Ja, jetzt geht's zum nächsten Warp in die Siegerstraße. Da gibt's auch ein paar Pokémon, die man braucht. Und jetzt braucht er auch wieder Ändern der mit dem Warping-Slot, ja. Also da, wo man eigentlich rauskommt, wenn man da die Verknüpfungspunkte von den Karten, die sind unter anderem im Arbeitsspeicher halt geladen, werden zwischengeladen und dort können wir sie halt ändern. Die sind gerade in Reichweite. Man kann nicht alles verändern im Arbeitsspeicher, aber man hat halt von der Itemtasche aus gesehen und von den PC-Items aus, wo man das gar nicht so oft benutzen, bis auf den Anfang, glaube ich, kann man halt ein bisschen runterscrollen im Speicher. Gibt auch eine schöne Speicherliste. Ist auch im Guide ganz unten verlinkt. Die haben auch alle Ressourcen, falls jemand da noch weiter routen will, ein bisschen an der Route was verändern oder so. Sind auch die ganzen technischen Daten teilweise schon vorhanden, damit man da ein bisschen anknüpfen kann. Unter anderem ist auch das Pokémon Disassembly von Pokémon Rot verlinkt. Es gibt ja die Original-Pokémon-Spiele, sind ja in Assembler geschrieben worden und da hat man dann den Code halt disassembled, dass man das wieder als Assembler-Code lesen kann. Auch die Adressen dann bestimmt Labels und so gegeben. Kann man halbwegs lesen, wenn man Assembler-Code, 8-Bit-Assembler-Code lesen kann. Vom Gameboy-Prozessor. Mag jetzt nicht so, ich mag andere Prozessoren irgendwie, aber... Ja, 8-Bit-Assembler ist ganz lustig manchmal.
there's a hard reset after saving to reset the RNG. Hat damals noch nicht Spiele in C oder so programmiert, deshalb das kam eher später. Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie bei Super Mario 6 Golden Coins, wo ja auch der komische Glitch am Ende gewandt wird. Achso, das Gamebeispiel. Ja. Eine Frage von Prithy. Wird das Spieldeck vom Gameboy gespielt? Oder der Emulator? Ich denke, wir wird den Emulator haben. Also Etienne hat auch auf seinem Stream immer Emulator gespielt und ich denke auch, er spielt auf Emulator. Es funktioniert allerdings auch auf dem Original mit dem Originalspiel. Auf einer Gameboy Advance Version. Also wenn man auf dem Gameboy Advance spielt oder wenn man im Gameboy Player vom Gamecube spielt, was auch ein Gameboy Advance nachahmt und dann die Gameboy-Spiele auch im GBA-Modus lädt. Achso, wir sehen auch hier Reset R717, das ist die Versionsnummer vom Emulator zum Beispiel. Das ist so ein Cheat-Hilfe. Es gibt einen, den Gambate-Emulator, der offiziell zugelassen ist für dieses Speedruns und als quasi, damit man weiß, dass du einen Emulator benutzt hast, der auch verifiziert ist, kommt da so ein ich glaube, Hash-Nummer und halt die Versionsnummer bei jedem Hard-Reset, die sehen man ein paar Mal hier in der Kategorie. Und dann kann man zumindest halbwegs nachvollziehen, was für eine Emulator-Version du gemacht hast. Man kann Emulatoren trotzdem wahrscheinlich verändern, damit die Hash-Summe und so wahrscheinlich trotzdem noch passt, aber das wäre dann, man gibt jemand, der das vorhat, ein bisschen Aufgabe zumindest. Man hat es so sicher gemacht wie möglich, sagen wir es so. Mit dieser Version. Das ist der einzige Emulator, der auch offiziell dann auf den Leaderboards anerkannt wird, so auf dem Pokémon Gen 1 und Gen 2. Später sind die Emulatoren nicht akkurat genug. Dieser Gambate-Emulator wird zum Beispiel auch für TAS-Videos benutzt. Jetzt sehen wir hier das Sichlor zum Beispiel. Das ist so ein Trainer-Glitch-Pokémon. Also wir sind jetzt auf der Route und da rausgekommen und da hat er dann diesen kann man dieses Sichlor raus und das Moltres, Gott. Feuerflug, oh wei. Lavados. Lavados ist hier der, dieser Matrose. Ist auch so manipuliert und ja, kriegt jetzt hier noch ein paar Encounter mit dem Pokéball. Falls noch bei dem Emulator, ja, Gambate, der Emulator wird halt benutzt, für TAS ist auch. Da hat er auch nochmal den letzten Feinschliff bekommen. Ich glaube, T.I. Kevin und ein paar andere, die haben TAS gemacht für Pokémon Rot. Und dann ließ über eine Stunde in den Spiel und dann gab es einen Desync. Irgendwie ein paar Zyklen war der nicht perfekt genug, der Emulator. Da hat das Spiel desynced mit der Original-Hardware, weil man kann TAS-Videos auch auf Original-Hardware abspielen und man hat dann halt auch auf Emulator das auf dem Emulator hat man es erstellt, den TAS, die Eingaben und das Spiel abgespielt. Da hat es funktioniert. Auf der Originalkonsole auf einmal nicht. Es gab einen kleinen Desync, einen Frame. Und dann hat man sowas zum Beispiel auch noch gecheckt. Und da gab es dann auch nochmal Nachbesserungen dann im Emulator. Und also soweit ist, die TAS-Leute machen quasi den Check, dass der Emulator auch wirklich sehr, sehr genau funktioniert. Wirklich zyklengenau. Die offizielle Virtual Console ist zum Beispiel nicht erlaubt, weil da scheinbar manche Glitches nicht richtig emuliert werden. Du sagtest auch Unterschied, also du sagtest auch auf dem GBA spielen, warum nicht auf normalen Game Boy Color? Da würden die Manipulationen anders funktionieren, da gibt es ein anderes Intro dran. Ah, okay. Also theoretisch wird es funktionieren, aber nur anders. Ja, man muss sich halt dann eine andere Manipulation suchen, weil der Startscreen und so anders ist und dann die ganze Anfangssequenz mit dem Gameboy-Screen am Anfang, wenn man hart resettet, die Konsole halt anders ist. Die meisten machen es halt so und wenn zum Beispiel jemand eine virtuelle Konsole oder so das Pokémon eine Hauptrun, glaube ich, spielen wollte, dann musste er auch sich eine eigene Manipulation suchen. Da geht halt die Community nicht drauf. Und deswegen spielt halt jeder auf dem GBA, weil halt der Gameboy-Player das einzig Vernünftige ist, womit man das Ding auch capturen kann auf Original-Hardware. Weil der Super Gameboy auf dem Super Nintendo, der glaube ich nur eine Gameboy-Hardware hat, der läuft zu schnell. Der hat eine zu hohe Taktfrequenz. Im Gegensatz zum Super Gameboy 2, aber den hat dann wieder keiner, weil der so zu selten ist.
Deswegen ist zum Beispiel der Super Game Boy nicht erlaubt. Der läuft ein bisschen zu schnell. Aber da müsste man wahrscheinlich auch andere Manipulationen suchen. Okay. Ja, während er hier auch ein paar wilde Encounter wieder manipuliert. Oder nee, das sind normale Wilde, oder? Das Drowsy war, glaube ich, normal hier. Muss auch mal wieder nachscrollen. Ja, da braucht das Habitat. Ja, das Drowsy hätte auch sonst eine Manipulation gehabt, aber da kommt auch so durch. Wieder nochmal ein Habitat, mal schauen, was er macht. Kann er auch ändern, das Pokémon. Nimmt wieder 9F, ja. Dann kommt er nochmal in die Item-Tasche, wie gesagt. Dann kann man sich auch frei auf der, auf der Oberwelt bewegen, wenn man dann Pokémon auswählt. Dann, wenn man 4 das Item da mit dem Namen 4 macht, dann kann man an der Stelle, gibt es verschiedene Spots, wo verschiedene Pokémon dann spawnen. Wenn man auf dem falschen Spot die 4 verwendet, dann kann das Spiel auch softlocken. Jetzt wird er die 4 verwendet. Das ist jetzt was anderes. Er macht jetzt hier einen Kampf, ein LG nach dem nächsten und den nächsten LG. Aber es ist hier ein Kokuna und dieses Kokuna in dieser Variante fixt diesen LG-Glitch, dass kein Ditto als Pokémon rauskommt, was normalerweise passiert, wenn man ein LG mit dem nächsten macht, mit diesem neuen F-Item und so. Ja, das ist die eine Variante, da das Spiel ein bisschen zu beruhigen und zu resetten, dass kein Ditto kommt, im Gegensatz zu Speichern und Neustarten. Jetzt sucht er auch wieder den Spot. Denke ich, oder? Das ist ein bisschen schwierig, weil die Karte halt ein bisschen komisch aussieht. Ich glaube, das sieht man. Man muss sich, glaube ich, da irgendwie ein bisschen an den Sprites vom NPC orientieren. Weil es da ein bisschen rumglitscht, die Grafik. Ist ein bisschen schwierig da. Das klingt ja dann fast so, als würde der Entwickler damals gewusst haben, dass sowas möglich ist. Und gesagt haben, so, ihr könnt den Glitch einmal anwenden, ab danach nur noch ein Ditto. Genau. Den Trick kann man nicht mehrmals hintereinander machen, ohne dass man halt Reset macht oder eben das, dieses komische Kokuna bekommt. Nicht Kokuna, Safcon. Boah. Jetzt sind wir auch wieder im Pokémon Center zurück. Oder die Box ändern, weil die langsam vollläuft mit Pokémon. Und ja, er hat jetzt hier zum Beispiel auch die Variable geändert, wo die Helligkeit geändert wird. Das geht manchmal einfach mit. Die Helligkeit der Palette und der Farben. Das sind dann so Nebeneffekte, die dann passieren. Raketen-Sven, er hat vor, alle Pokémon zu fangen und ja, es ist auch ein Speedrun. Wir haben im Speedrun verschiedene Kategorien und es hier ist aktuell bei Pokémon die Kategorie, alle Pokémon zu fangen, im ersten Teil. Und deswegen sieht es alles ein bisschen komisch aus. Ja, Speedrun ist es halt, weil er es so schnell wie möglich macht, unter einer Zeit. Und man hat auch gewisse Regeln in dieser Kategorie. Es ist halt eine Speedrun-Kategorie. Es sind manche Glitches nicht erlaubt, die das den Speedrun oder die Route ansonsten zu langweilig machen würden. Da gibt es ein paar Glitches, wo man dann einfach nur neben einem PC steht und daneben ist ein NPC und dann spricht man die ganze Zeit den NPC an, der einem die Pokémon quasi abliefert und steckt die dann direkt in die Box daneben. Und hier sieht man, wie halt ein bisschen abwechseln, man muss ein bisschen über die Karte gehen, aus Kanto, verändert dann die Ausgänge der einen Karte, um wieder woanders rauszukommen. Jetzt sind wir zum Beispiel südlich der Anfangsstadt, wo man startet das Spiel und fängt ein paar normale Pokémon, beziehungsweise hier so ein Itemball. Jetzt hat Encounter-Skript hier und kann hier zum Beispiel dieses Ibitak fangen, was irgendwie ganz merkwürdigen Sprite hat. Irritiert mich am meisten, ist Ibitak. Warum sich Missing nur ein weiterentwickelt, das weiß ich jetzt nicht. Wie man auf sowas kommt, man findet ein paar Glitches und denkt sich dann, wie man das so am besten zusammenbaut.
Die Person, die am meisten dafür verantwortlich ist, wie dieser Speedrun ist, ist Lucky Typhlosion. Der weiß, glaube ich, am meisten über die ganzen Glitches und macht dann. Es gibt halt dann ein paar Leute, die dann so eine Route draus basteln, wo man eben verschiedene Glitches verwendet. In diesem Fall sogar nicht mal alle Glitches, wie gesagt, sonst. Einfach aus Spielbarkeit gründen macht man das dann. Es gibt auch auf dem Extended Leaderboard gibt es auch die Kategorie, wo dann alles erlaubt ist, kann man sich, glaube ich, anschauen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber. Ja, das ist dann, wir meinen, der eine Runner, das ist dann nur noch Button-Mashing, mehr oder weniger eine halbe Stunde, das macht dann keinen Spaß. Und hier muss man halt, ist noch ein bisschen technischer, man sieht verschiedene Glitches, auch wenn es die Basis-Glitches größtenteils dieselben sind, man verändert aber viel im Speicher und so. Ja, und ich versuche das hier halbwegs nach besten Möglichkeit hier mündlich zu erklären. Auch wenn ich schon wieder weiß, wenn ich mir das vielleicht mal näher anschaue, den Run, und dann mir irgendwie in ein paar Jahren das nochmal anhöre, denke ich mir, was ich da wahrscheinlich teilweise für Quatsch erzählt habe. Denkt mal, die Basis und so, die sollte ich verstanden haben und vielleicht rüberbringen, hoffentlich. Ja, jetzt geht wieder die Karte kaputt. Was soll man eigentlich? As soon as we walked through walls, everything went downhill. Mit einem LG. Das ist Tentacool. Wo war denn das Tentacool? Dank hier in Fett. Genau, er hat das Tentacool wieder mal manipuliert. Also mit dem LG. Nicht hergeglitscht, den einen Endcounter geändert. Deswegen auch wieder der Hard Reset, damit er kein Ditto bekommt beim nächsten Mal, beim nächsten Encounter. Braucht er nochmal ein Reset. Ist halt ein bisschen tricky. Die Manipulationen sind alle ein bisschen anders. Vor allem der Start auch manchmal. Manche Manipulationen muss man die Palette ändern, bei manchen nicht. Das ist einfach dann. Da hat man ein anderes Zeitfenster und das Spiel ist in einem anderen Zustand und dann kriegt man andere Ergebnisse. Deswegen nimmt er manchmal eine Palette, manchmal nicht. Wir sehen halt hier als Hauptpalette dann die blaue, weil es halt Pokémon Blau ist, wenn er nichts an der Palette ändert. Der Game Boy Advance hat es eingeführt, dass man, oder Game Boy Color schon, dass man, ein Advanced Feature, dass man halt die Palette am Anfang im Startmodus ändern kann, wenn man A, B und die Richtungstasten drückt. Und das kann man hier ausnutzen, um da verschiedene Ergebnisse zu kriegen. Ja. Giotto wieder im Hexeditor hier in der Itemtasche, tauscht da wieder die Items. Man kann halt hier, man hat halt ein Byte für die Nummer des Items und ein Byte für die Anzahl des Items und kann quasi hier mit zwei Bytes im 2-Byte-Bereich die Daten hin und her tauschen. Was mich aber wundert, ist, die Farbe konnte man nur im Startscreen, also während dem Gameboy-Logo ändern und nicht mitten im Spiel. Ja, er ändert ja auch teilweise hier die Helligkeit-Variable. Und deswegen ändert sich es auch mal mitten im Spiel. Gut, ich dachte gerade schon, es wäre wegen dem Gameboy so, aber. Nee, das passiert manchmal als Nebeneffekt dieser Manipulation im Speicher. Man kann doch nicht einfach mal einen Heiltrank nehmen. Dieses scheiß Gepiepse geht einem gut auf den Keks. Ja, genau, das ist so ein Speed. Das ist halt die Speedrun-Taktik. Man möchte halt diese Red Bar haben, weil dann die Pokémon-Schreie schneller sind und der Text auch ein bisschen schneller geht. Der Text. Nee, die Soundeffekte, die gehen halt schneller, wenn man diese Red Bar hat. Deswegen hat er so wenig Leben. Das ist gewollt so. Dann kommt er schneller durchs Spiel mit dem Effekt. Er hat auch sich irgendwann am Anfang Instant Text im Speicher festgesetzt, also dass der Text instantan erscheint und er dadurch auch Zeit spart. Da gibt es auch einen Flag, das normalerweise nicht gesetzt ist, nur bei manchen Shops.
Ansonsten würde jeder Buchstabe einzeln erscheinen und selbst im schnellsten Modus, man kann in Option auf schnell einstellen, aber nicht auf instant. Aber im Glitch-Modus kann man auch instant einstellen und das ist so Speedrun-Modus halt, diese Red Bar zu haben und den Instant-Text. Ja, hier ist Relaxo, nicht, versperrt nicht den Weg normal, wie normalerweise, sondern jetzt irgendwie geglitscht auf die Steinwand. Ich denke mal, es ist irgendein Seiteneffekt, weil in der früheren Route, in der einen Monat älteren Route, war er irgendwie noch im Weg. Und den fängt man ganz normal mit der Pokeflöte. Immer auch irgendwann mal den Speich in die Itemtasche sich gecheatet hat oder geglitscht hat. Hat Relaxo aufgeweckt und ganz normal gefangen mit dem Masterbällen. Die Meisterbälle hat er ja auch. Die hat er ja vermehrt mit Missing und so. Kann man auch die ganze Zeit halt die Pokémon fangen. Braucht er sich um die Fangraten keine Sorgen machen mit den Meisterbällen, die er hat. Jetzt, es wird da so ein Feld, wo er ein paar Pokémon fangen muss. Sieht dann auch wieder ein bisschen normal aus. Und muss aber hier auch wieder das Pokémon ändern. Aufs Rehorn, ja. Da ist der eine Spot für ein Rehorn. Das andere Spot ist dann für ein Kabuto. Also dieses Fossilien-Pokémon, das man nicht anbetet. Baumfassel. Das fängt man mal ein Safcon. Ist mal kein Neutralisierer für den LG. Ein Glitch. Normale Safcon. Hast du zufällig gerade auf dem Schirm, wie viele wir schon haben? Ungefähr? Nee. Okay. Ich habe nämlich vergessen, mir zu zählen. Ja, ich habe meinen Let's Go Run mir selber mal markiert, wie viele Pokémon gefangen sind, aber wenn man dann mitkommentiert, dann verpasst man manchmal die Stellen, deswegen versuche ich es ja gar nicht erst. Weil hier geht's auch zu schnell. Aber ich meine Augen woanders. Als Runner ist es vielleicht ist es ein bisschen leichter, weil man ja weiß, was man gerade macht, dann kann man es abhaken. Ich habe es hier in Kommentieren, habe ich schon mal probiert und bin gescheitert. Aber es klang jetzt nicht so, als hätte jetzt groß Wasser passt bis jetzt. Ja, jetzt hat er hier ein Safcon, das umgedreht ist. Das wird dieses. Müsste wieder dieses Neutralisierungs-Pokémon sein. Dass man kein Ditto bekommt mit dem kleinen Glitch. Jetzt braucht er wieder einen Encounter. Und denke ich dann, dass. Dieses Habitat, ja, ist auch selber verglitscht. Irgendwie die Grafik geht dann auch ein bisschen flöten. Achso, das Habitat ist eigentlich ein Horsey an der Stelle. Hat wahrscheinlich auch irgendwie Gründe. Aus dem Main-Chat meint einer, wir haben jetzt ungefähr 65 bis 70 Stück schon. Interessant. Jetzt habe ich erstmal Audioausfall vom Originalstream. Die Werbung dazwischen kommt. Nämlich das kleine Fenster. Das ist jetzt Manipulation. Ich habe auch hier 5 Werbung. Rechts RNG. Ja, da kommt ein Dodo. Also ich denke mal, jetzt müsste irgendwie halt auf den Kabuto rauskommen. Oder nicht? Braucht das Dodo noch? Und eigentlich. Also neben dem Namen und HP-Leistung war jetzt noch kein Pokéball. Das heißt, wir hatten Dodo noch nicht. Ja, der Pokéball, der wird in Generation 1 nicht angezeigt. Oh, echt? Das muss man sich selber merken. Es wurde, ich glaube, in Generation 2 erst eingeführt. Ich meine, bei Gelb wurde es angezeigt. Wurde es in Gelb? Kann sein. Meine, aber ja. Oh, wir haben Mew. Ein böser Keks, dann viel Spaß und lass dich nicht wegwählen. Ja, Mew war jetzt hier so, wie man es allgemein auch macht, mit so einem Flugglitch. Also man ist weitergeflogen hier nach Pewter City und da hat man ja ganz am Anfang des Runs die Skripte geändert und da triggert es dann hier direkt, wenn man landet, dann einen Encounter und dieser Encounter, die Spezies, die man bekommt, wird entschieden durch den Spezialwert des vorherigen Pokémons, das er, glaube ich, dann manipuliert hat, weil sonst ist es ja von RNG abhängig, welches Spezialwert dieses Pokémon hat. Man kann es ja manipulieren und dann kann man sich so das Mew
Ja, Glitchen. Das ist relativ normal, so wie es auch am bekanntesten ist, wie man New bekommt, bloß halt hier ein bisschen andere Variante, wo man hinfliegt. Ein anderes Pokémon. Einfach damit es in die Route wahrscheinlich besser reinpasst. So, nach meinem Verständnis. Ja, wir sind jetzt wieder hier nach Brockproof Wall, den ganz am Anfang den Glitch, der diese ganze Glitcherei hier eröffnet hat, wo man aus der Karte rausgekommen sind. Hat jetzt wieder, er hat ja keinen Orden, deswegen redet er immer noch, der eine will einem immer noch nicht aus der Stadt rauslassen. Hat ihn wieder von rechts angesprochen. Und damit rechnet das Spiel nicht. Und in diesem Fall stürzt das Spiel nicht ab. Also das Spiel sucht ja die Koordinaten wieder, dass er da eigentlich rechts steht, was eigentlich nicht vorgesehen ist, neben dem, rechts neben dem Typen. Und die Koordinaten in dem Fall, damit es nicht abschmiert, das Spiel oder softlockt, ist irgendwo in den Items scheinbar. Weil die anderen Pokémon, die wir ja am Anfang hatten, das Bisasam und so, was verhindert hat, das, den ersten Softlock, den, die haben wir ja nicht mehr in der Party. Jo, da. Und Dragosso. Sind jetzt auch mittlerweile unterhalb vom Mondberg. Da haben wir uns hingeworbt. Da sind wir hingeflogen. Haben die immer noch ihre Sache am Lauf mit ihrem französischen Pommeluff, dem Rondodou? Rondodou, ja. Hab's gerade rausgehört. Fing die irgendwann mal mit an, nur ein, zwei Jahren, glaube ich. Der Name ist ja auch witzig. Rondodou. We actually entered the gym. Yeah, wow. But we will not face. ja, was man alles geglaubt hat. Ich glaube, Mews unter den Truck kann man. Ich glaube, der GDQ Run hat den Glitch mal, glaube ich, so ausgeführt, dass Mews sogar unter dem Truck war. Da konnte man den Truck, glaube ich, sogar bewegen. Da haben die, glaube ich, irgendwie das extra zusammengebaut, die Route, dass das erscheint. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, das war der 2015-Run von Shenanigans. Da war irgendwie sowas. Kann mich, glaube ich, dunkel erinnern. Wundern, für ein Meme tut mich das nicht. Ja. Das ist jetzt halt hier eher die Speedrun-Variante, ohne, also so wie es möglichst schnell sein soll, damit man von Punkt zu Punkt kommt. Jetzt sind wir mittlerweile in der im Elektrowerk, deswegen ist da Zapdos. Zapdos sieht man jetzt auch ganz normal auf der Karte. Wie gesagt, ich habe gehört, da gibt es Probleme, Zapdos, Arctos und Lavados auf andere Weisen zu erglitschen. Bisschen komplizierter. Passen scheinbar die Zahlen nicht ganz, die man so im Speicher rumliegen hat. Was braucht denn jetzt? Magnetilo und ein Pikachu. Das will er jetzt noch. Also zumindest eins davon, weil das andere kann er manipulieren. Die Manipulation macht er halt wieder, um dann in was anderes überzuleiten. Aber eins sollte mal als normales Pokémon hier bekommen. Ja, da kommt's. And yeah, the Gen 1 sprite of Pikachu is I like it better than the current one. Yeah. I will be careful about the to not forget this part. There we go. Manipuliert er jetzt. So here I would just like to put my Elektroball. Volltorb. Ja, hier Voltorb geskriptet aus dem Itemball. Den hat er sich jetzt zusammengebaut im Hexeditor. Ja, die Red Bar geht dann auch irgendwann mal auf den Keks. Das ist dieses Beep Beep. Wii U. Gab es bei Rot und Blau auch Pokémon, die man nicht in den einzelnen Editionen bekommen konnte? Ja, als wilde
als wilde Pokémon, zum Beispiel ist Wilpix, glaube ich, in Rot nur vorhanden oder und Knofenser. Tellen, kann man die sich dann klitschen oder gehen die dann ja, gar nicht? Natürlich. In die Kategorie? Die sind schon vorhanden. Es ist halt bloß die Tabellen, also die wilden Encounter-Tabellen, die haben halt andere Einträge, dass man andere Pokémon findet. Aber die Pokémon sind schon vorhanden. Das könnte man nicht gegeneinander kämpfen. Das könnte man nicht tauschen. Und tauschen auch, ja. Ja, stimmt eigentlich. Also das sind so, glaube ich, die einzigen Unterschiede der Startscreen noch. Aber das macht jetzt halt im Glitchern kaum einen Unterschied. Also ich denke mal, es hat historische Gründe, denke ich mal, dass es blau ist, was wir hier spielen. Hier, manipuliertes Pikachu. Aber da geht dann auch raus, was hat er jetzt nochmal vor? Ja, meine, das ist jetzt das gefährlichste Menü. Ja, man kann halt hier wirklich Sachen kaputt machen. Wie gesagt, man schreibt halt direkt im Speicher rum. Er möchte den Warp-Point umsetzen. Die Tilesets, also welche Grafik-Area da angezeigt wird, wird verändert. Die Helligkeit scheinbar auch. Wobei bei dem ganzen Mischmasch, der auf dem Screen ist, ob man da die Helligkeit merkt. Was gibt's noch? Man ändert einen Textpointer. Und das jetzt dann irgendwie gleich? Also ein Textpointer, wenn man jemanden anspricht, dass dann derjenige was anderes sagt. Da gibt's ein paar Aussagen, die einem helfen können, Pokémon zu bekommen. Müssen wir eigentlich auch noch hin. Während er hier noch Shiki bekommt. Und zurück. Und die nächste Pokémon-Box ist voll. Oder fast voll zumindest für den nächsten Abschnitt. Muss ja nicht unbedingt 20 sein. Kann ja ein bisschen anders sich ausgehen. Die ganzen Pokémon entwickelt mit Sonnenbonbons und Elementsteinen, das machen wir dann später. Genau, jetzt hat er hier die Coin Cases, also man gibt ja hier noch ein Casino in den alten Teilen und wenn man da dann Münzen hat, dann kann man sich hier Preise als Pokémon abholen und er holt sich jetzt halt hier ein paar Pokémon ab, die er noch nicht geholt hat. Und ja, da gibt es auch Unterschiede zwischen Blau und Rot, wie er glaube auch jetzt gemeint hat. Das zum Beispiel das seltenste Pokémon, was man da bekommen kann, ist Porygon. Ich glaube, das ist das teuerste. Läuft sonst das nicht im Bild rum. Das muss man sich doch nur finden, ey. Quatsch, mit viel Glück im Casino, glaube ich, holen. Ja, ja, das hat er ja hier geholt, die Preise. Er hat ja hier sich im Speicher schon genug Münzen sich selbst gegeben. Weiß und ich, hat die jetzt alle ausgegeben. 500 Münzen? Na, das war das Stratini, glaube ich, jetzt sogar. Oder das Dragonier. Ich glaube, es waren mehr Münzen, aber da habe ich jetzt auch nicht gerade geschaut. Eigentlich haben wir es ja gerade gesehen. Ich glaube, dann kurz weg. Was sucht er jetzt? Also, er sucht jetzt wieder ein normales Pokémon. Das Fahrrad hat er sich auch. Kommt auch durch einen Menü-Glitch. Ist er ja auch nicht normal bekommen als Item. Das macht er ja auch irgendwie. In den Item-Menü kriegt er irgendwie das Fahrrad. Also das entgeht mir immer irgendwie. Ich weiß auch nicht, welches Ding da der Effekt ist. Sie meinen noch kein Crash. Soweit ganz gut. Hat scheinbar als Sicherheit gespeichert. Ich glaube, da kommt eine relativ lange Sektion, wo man nicht speichert, aber er hat ja eigentlich die Boxen gewechselt. Da speichert das Spiel ja immer, wenn man die Boxen wechselt, weil die Box-Pokémon hat es, glaube ich, im Arbeitsspeicher und damit es nicht alle im Arbeitsspeicher haben muss, wird dann irgendwie beim Wechseln muss man immer speichern in den frühen Pokémon-Teilen. Macht Sinn, da man ja wissen muss, wie viele Pokémon schon in der Box sind.
Wenn die Box voll ist, muss das Spiel ja wissen, dass es voll ist. Ja, guten Morgen. Das Ziel des Speedruns ist, 151 Pokémon zu bekommen. Alle guten Pokémon. Immer aus der ersten Generation. Wenn hier noch Knopf, Fenster. Also, das normal ist? Ich glaube schon. Ja, er hat jetzt hier. Also, er fängt jetzt gerade normal noch Pokémon, bevor wir dann wieder abbiegen in manipulierte Pokémon. Oder sagen wir es mal geglitchte, weil manipuliert sind ja dann. Nennen wir da mal die aus, die man aus einer Manipulation bekommt, wo man das Spiel neu startet. Und die geglitchten sind Pokémon. Wilde Pokémon, die man hat und dann das Pokémon ändert, was eigentlich erschienen ist. Nächstes Menü. Machen wir da. Ah, das ist mal schon da unten. Auch wieder den Wortpunkt ändern. Ja, jetzt ändert sich auch wieder die Palette, weil er halt wieder im Speicher rumschreibt. Es ist zum Beispiel der Helligkeitswert wird geändert mit dem am Warp-Punkt und dann ergibt sich halt die andere Farbe an der Stelle. Das ist halt so ein Nebeneffekt, das ist jetzt nicht gewollt, aber es passiert dann halt mit den Einschränkungen, die wir mit diesem Hexeditor haben. Und jetzt kommt er raus an Warp-Punkt und zwar in Silphcode, das ist eine Firma, und da holt er sich Lapras ab, weil der ein... Das ist der normale NPC, der einem immer Lapras gibt. Da ist der Sprite auch total verglitscht. Der Rivale wird einem normalerweise zum Kampf auffordern, aber das Skript für den Rivalen, das triggert nur, wenn man oben erscheint. Und wir sind in dem Raum von unten, haben wir von unten betreten, aber der Sprite vom Rivalen ist trotzdem da, von Gary. Oder von Rot. Blaue Edition wäre es Rot, glaube ich, der Rivale. Ja, es war immer die entgegengesetzte Farbe irgendwie. Außer bei Gelb, da war es, glaube ich, Gary. Er ja, ist ja am Anime angelegt. Die Gelbe. Sehr genau. Okay, jetzt gehen wir nochmal auf. Es ist jetzt sehr gefährlich, weil es wenig oder keine Backups gibt. Ist so ein bisschen Operation am offenen Herzen hier im Speicher rumzuschreiben, dann halt manche Pokémon kann man wirklich nur an einer Stelle kriegen. Dann muss man halt mal aufpassen. Operation am offenen Modul. Am offenen Modul. Na, das machen Gen 3 Runner, die müssen den Speicher, die Batterie aus Modul ausbauen, damit die Uhr nicht mehr funktioniert. Die müssen Gen 1 und Gen 2 Runner nicht machen. Aber war Gen 3 die Uhr nicht nur für die ATA? ATA? Doch, stimmt. Für die ja, schon. Club. Die war aber im Modul drin. Die war nicht in der Konsole mit drin. Und deswegen kann man die ausstellen, wenn man das Modul öffnet. Ah. Und sagt, oh, die Uhr ist aus. Da mussten die Module noch die Uhr selber mitbringen. So wie auch Generation 2. Genau. Aber schon Generation 2... War es nämlich doch für die Uhr und 3 oder war es 4, wo es nur für Events war? Wo die relativ uninteressant war, die Batterie. Ja, 3 war auch für Bären und so, für Bärenwachstum. Ah, okay. Und im Speedrun möchte man halt das aushaben, weil dann das RNG einfacher ist, weil dann das RNG, der Seed natürlich beeinflusst wird durch die Uhrzeit, wie das so üblich ist. Den Seed so, den RNGs oder den Random Seed, Zufallsseed so zu setzen, wie die Uhrzeit gerade ist. Sehr vorsichtig gerade, hier durchs Menü. Das Problem ist auch, man kann nicht einfach durchs Menü immer so scrollen. Da gibt es auch manchmal Lags, weil das Spiel, wie man ja kaum sieht, in einem komischen Zustand ist. Und dann laggen manche Menüs und manche Items an manchen Stellen. Und dann kann man nicht einfach so sauber durchscrollen. Ich meine, wenn das Spiel Casual spielt, dann meint man manchmal auch, ist ein bisschen merkwürdig vielleicht die Menüs aus heutiger Sicht. Aber in so einem Speedrun mit solchen Glitches. Da gibt es dann manche Slots, die schwieriger vorbeizuscrollen sind. Manchmal ist auch einfach der Text, der angezeigt wird, ein bisschen länger vom Item. Das überschreibt halt hier die ganzen Zeilen und so.
die Grafik ein bisschen kaputt. Da muss man halt aufpassen mit dem Scrollen. Das kann man dann nicht ganz blind machen. Also man weiß das Timing oder man erinnert sich daran und vergisst es nicht aus Versehen. Das sind so Fehler, die man machen kann in solchen Speedruns. Wenn man halt wirklich auf Geschwindigkeit geht. Man müsste auch den Textpointer hier irgendwo ändern und dann kommt man ganz lustig an der Stelle raus, wo man mehr Pokémon bekommt. Lass uns ja einen Textpointer ändern, dass das Schild gleich was anderes sagt. Und Sachen weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es setzt jetzt irgendwie so ein bisschen ein Skript. Also es kommt jetzt gleich ein ganzes Event los. Wird jetzt gleich lostreten, wenn alles richtig macht. Kommen mehrere Pokémon auf einmal zu, auf einen zu. Er ist jetzt auch ganz vorsichtig. Ein bisschen besorgt, dass das Spiel auch das macht, was es soll. Bin mal gespannt, ob es auch gut geht. Als rauskommen soll, als nächstes dann ein Schlurp. Also wenn das Schild anspricht, das... Nee, Moment, Encounter kommt jetzt hier. Wann kommt denn das Schild? Ah doch, der Schlurp kommt jetzt hier. Und dann, genau, wenn er dann nach dem Encounter, dann muss er immer jeweils zu dem Schild gehen. Und dann sollte er ein Evoli kriegen jetzt als nächstes. Ja, achso, er hat einen Fehler gemacht, deswegen macht er jetzt hier einen Check als Backup, um da wieder rauszukommen scheinbar. War ein bisschen fehlerhaft in der irgendwie auf der Map. Da hat er halt den Cancel-Button benutzt und damit kann er die Kollision abstellen, dann konnte er da aufs Schild laufen. Und das Schild hat halt die Textbox gib Evoli. Es gibt ja einen NPC im Spiel, Kaufhaus, hinterm Kaufhaus, der am Evoli gibt. Und dieses Schild hat halt jetzt diese Textbox quasi verlinkt. Deswegen kann man an diesem Schild sich die Evolis abholen und zwischendrin holt er sich dann an anderen Punkten der Map, wo er dann immer ein anderes Item noch einsetzt, holt er sich andere Encounters ab. Es haben halt verschiedene Punkte auf der Map, kann man verschiedene Pokémon spawnen. Wenn man das aber falsch macht, kann man auch softlocken. Es gibt auch ein paar Punkte, wo man... Es gibt wahrscheinlich die meisten Punkte, wo man softlockt. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Tiefes Loch auch beim Runner, bei Atien. Scheinbar doch die schwersten Part jetzt durch. Hat jetzt alle Pokémon, 3 Eevees, Schlurp, Fleckmon und Papsel. Und dann geht's weiter. Jetzt hast du dich weitergeworbt nach Cinnabar Island oder ins Pokémon Mansion. Da, wo sie die ganzen Experimente gemacht hatten. Wo es so auch so Tagebücher mit Mew und Mewtwo gibt und so. Da will er auch jetzt ein paar Pokémon. Jetzt macht er wieder eine Manipulation. Und irgendwann will er auch mal dann durch die Wand. Jetzt macht er wieder den Cancel-Button, ja. Da geht's dann durch die Wand. Kollisionsabfrage ausgestellt mit diesem Check-Item. Also es gibt ein Item, das Check heißt und diesen Effekt hat. Er benutzt halt hier ein Item Cancel. Das hat denselben Effekt. Das sind manche glitched Items halt mit irgendeinem Skript wahrscheinlich verbunden oder Code. Was macht er da jetzt? Ist er jetzt überrascht, weil er einen Vulpix kriegt? I know that I run with Vulpix in Gen 8, but please stop. Vulpix. Oh my god. 10%. So many Vulpix. There you go, Ponyta. I still need Grimer now. Er beschwert sich über dich zu viele Vulpixe. Ich habe jetzt aber nicht das wirklich aufgepasst, dass ich zu viele Vulpixe gesehen hätte. Hab ja immer ein Auge noch auf dem Guide. Er hat irgendeinen Witz gemacht mit Vulpix und Generation 8. Ja, ja, man kann in Generation 8 gibt's eine gibt's einen Speedrun, wo man mit Vulpix spielt. Hab ich sogar, das ist sogar der Candyfloss Run, da nimmt man als Partner Pokémon nimmt man Vulpix mit und Vulnona. Candyfloss Route mit Elfun sehr zu empfehlen, da kann man dann Schwert sehr einfach durchspielen. Oder relativ einfach, wenn man nicht mit einem Pflanzen-Feen-Pokémon am Gift-legendären Pokémon am Ende scheitert. Aber ja, da gibt's Vulpix.
Da will man Vulpix sehen. Aber ich glaube, er hat halt schon Vulpix, deswegen. Ja, es gibt eigentlich genug andere Slots, wo es die Pokémon gibt, die er eigentlich haben will. Und zwar ein Slimer und ein Ponyta. Will ein Slimer? Kriegt's aber nicht. Obwohl, ja, es gibt zwei Slots mit 20% von Slimer. Also insgesamt 40% Slimer zu bekommen. Kriegt's aber nicht. Der lässt sich halt jetzt hier komplett aufs Lack. Wenn man's. Es gibt halt auch dieses D-Sum, wo man das ein bisschen abpassen kann. Wo man abschaut, wo man gerade im RNG-Modus. Im Fortschritt gerade ist. Und dann ein bisschen abwartet. Nicht ganz genau diese Manipulation, aber kann helfen, wenn man ein bisschen diesam gut ist. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, der versucht es einfach hier einfach so durchzukommen und findet aber auch so einen Slimer. Es dauert halt dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Wobei, je nachdem, wie gut man natürlich mit diesam ist. Dann auch wieder so eine Skillfrage. Und da dann auch wieder die Timings und so kennt. Es sind auch so Sachen, wo, wenn man das Spiel vielleicht einfacher durchspielen will und sich weniger merken will, dann kann man sich auf so Sachen wie diesam, kann man vielleicht dann hinten runterfallen lassen. Dann muss man sich weniger merken. Dann verlässt man sich halt einfach aufs Glück. Ist dann im RNG ein bisschen mehr ausgeliefert, aber gut. Man kriegt vielleicht dann den Run durch. So spiele ich auch am Anfang auch immer meine Runs. Was ich dem Glück überlassen kann und womit ich leben kann, das lasse ich halt so. Auch wenn man es vielleicht beeinflussen kann. Und erst nach der Zeit sieht man dann halt nach. Genau, Elektrabass. Versuchen wir die deutschen Namen mir nochmal in Erinnerung zu rufen. Elekid. Elekid. Nee, das war das Kleine. Nee. Vorevolution, oder? Elektek, genau. Elektek, ja. War das. Okay. Eigentlich müsst ihr euch die Gen 1 Pokémon noch am ersten können. Aber man ist so. Im Speedrun ist man immer im Englischen unterwegs und so. Das sind auch noch die einzigen, die ich kann, weil ich ab Generation 2 habe ich wirklich nie gespielt. Ja, aber Elekid ist ja Generation 2, glaube ich. Ja, ich habe Elektek gemeint, aber Elekid im Kopf gehabt, keine Ahnung. Die sind so ähnlich, die Namen. Ja gut, können ja auch zusammen. Wir sind jetzt fast kurz vorm Ende des Fangteils. Der spannende Glitch-Teil ist fast vorbei. Genau, jetzt ist er auch aus dem Pokémon Mansion raus. Sollte jetzt alle Pokémon soweit haben. Jetzt gibt es ein größeres Setup. Das ist neu in dieser, was in der letzten Version dieses Runs. Das gab es in dieser, also im August 2020 beim Pokémon-Marathon wurde die neueste Version von damals gezeigt und da war dieser Part noch nicht dabei. Da hat man Pokémon immer entwickelt zwischendurch mal, weil man versucht hat, das Sonderbonbon, das man den Pokémon gibt, die Animation zu verschnellen, beziehungsweise diesen Jingle, den man dann immer hört, dieses da-da-da-da-da-da-da. Das dauert halt ziemlich lange und im Speedrun möchte man halt auf Geschwindigkeit und dann versucht man das zu schneller zu machen. Es gibt einen Glitch dafür, dessen Name jetzt auch wieder entfallen ist, funktionsweise ich jetzt auch nicht wirklich kapiert habe. Da kann man das halt schneller machen, diesen Jingle, auf der Oberwelt. Es ist ja diese Red Bar, das Schrei und so schneller passieren, das ist im Kampf ja der Fall. In dieser Glitch-Variante kann man aber diese schnelleren Jingles halt auch auf der Oberwelt bekommen. Darum geht es halt hier, dass die Sonderbonbons schneller gegeben werden können und man diese Jingles schneller abspielen lässt. Dann sitzen wir nicht ewig lang da. Aber das wird trotzdem jetzt eine ziemlich lange Zeit dauern, bis er alle Pokémon entwickelt hat, mit den Sonderbonbons, die er hat. Und das ist jetzt wirklich der Hauptteil, den man hier macht. Das ist jetzt hier so der sogenannte der Audio Fade Out Glitch City. Er hat jetzt halt ein Setup gemacht, wo irgendwie den Warpunkt anders gesetzt hat. Die Verbindung nach Norden ist scheinbar auch anders. Noch ein paar andere Dinge. Und wenn er jetzt immer das Item 4 in seinem Itembeutel, werden wir jetzt noch ein bisschen sehen, weil nach jeder Evolution
setzt sich dieser Audio zurück, jetzt geht er wieder auf 4, benutzt es aber nicht, sondern nur flasht es nur, also er wählt es aus und dann von bei, bevor er es benutzt, geht er wieder zurück, bricht das wieder ab, die Benutzung. Und dadurch geht das Sonderbonbon bzw. die Benutzung von so Steinen auch schneller. Und man spart halt diese Jingle. Wenn man nach diese 4 benutzt hat, dann verschwindet auch die Musik langsam, also die fadet langsam aus. Deswegen Audio Fade Out Glitch. Weil der ja auch der Hintergrundsound zurückgeht und langsam ausgeht. Gab es in irgendeiner anderen Route, ich glaube einen cool Trainer Glitch, den ich mal gemacht habe in Any Percent Route. Da ging dann auch irgendwie mitten im Kampf auf einmal die Musik aus, aus irgendwelchen Gründen. Aber hier ist halt Speedrun Grund, man hat den Jingle schneller und kriegt halt dann halt alle Evolis zu entwickeln mit den Steinen. Und jetzt sitzen wir wirklich noch die nächste Viertelstunde, so ungefähr. Also ist gut underestimate unterwegs. Nächste Viertelstunde oder 20 Minuten sind wir hier am entwickeln. Das sehen wir jetzt so den Fortschritt, wie er dann durch die Pokémon-Boxen geht. Und die Pokémon hier dann alle durchmacht. Ist es auch eine Manipulation, dass die sich, sobald die einen Sonderbonbon bekommen, eine Evolution bekommen? Also sich weiterentwickeln? Nein. Die Evolis kriegen ja hier den Feuerstein, Elektrostein und Wasserstein. Aber ich meine eben die. Und die an. Hm? Eben die, die haben zum Beispiel Nidoran, war das? Hat einen Sonderbonbon bekommen und er hat direkt entwickelt. Ja, es wurde ja versucht, im Speedrun die Pokémon möglichst auf einem hohen Level zu fangen. Die glitschen, okay. die kriegt man ja auch auf über Level 100. Und man braucht halt ein bestimmtes Minimum-Level und wenn es dann aber das Pokémon über Level 100 ist, dann ist das Minimum-Level schon längst überschritten, dann reicht ein Sonderbonbon, ja. Ah, okay, gut. Bei manchen Pokémon braucht er halt ein paar mehr Sonderbonbons, weil die nicht gar so hoch gelevelt sind, wie dieses Slimer jetzt hier gerade, das Grimer. Da muss er ein paar mehr Sonderbonbons reinstecken. Pokémon vollstopfen. Kriegt er hier auch noch die Attacke. Das nervt so ein bisschen, aber es ist so ein bisschen, es ist halt wie ein Let's Go, wo man auch Zeit spart, wenn man weniger hochleveln muss, natürlich. Das ist jetzt in Arceus. In Arceus fängt man ja auch viele Pokémon, Legend Arceus. Jetzt, ich glaube, man fängt aber auch ein paar Pokémon auf Home Level. Allein aus den Kämpfen, glaube ich, in dem Spiel ja dann. Ja, aber so Level 174 Pokémon da, wo er mal kurz vorbeigescrollt ist, da haut man halt ein Sonnenbonbon rein und dann entwickeln sie sich. Das kapiert das Spiel noch, da muss man nicht ungefähr das Level treffen, wo es sich mindestens entwickeln soll. Bei Attacken ist es ein bisschen anders. Man muss, wenn man zum Beispiel, wenn ein Pokémon auf Level 8 eine Attacke lernt, man aber zu viel Erfahrungspunkte sammelt, das kann einem passieren mit Bisasam am Anfang. Auf Level 7. Man kann Level 7 überspringen. Ich glaube, das macht man sogar am Any% dran. Mit Shiki oder so, glaube ich. Okay. Man kann zu viel Erfahrungspunkte von wilden Encounter bekommen. Und wenn man dann noch den Erfahrungspunkte von einem Trainer bekommt, den man dann im Vatania-Wald macht, dann überspringt das Spiel, glaube ich, ein Level. Und Shiki lernt dann manchmal nicht Blubber, weil halt das Level übersprungen wird. Wow. Und dann das Spiel das nicht nochmal checkt, ob noch eine Attacke zu lernen war. Das ist halt Gen 1, ne? Das passiert. Das Spiel checkt mehr so Sachen, ne? Der lustigste Bug, den ich mal im Speedrun gesehen habe, war mal bei Pokeguy. Der hat gerannt. Also wir haben ja Zeit hier, ne? Er wickelt ja nur Sachen. Der Pokeguy hat mal irgendwie in den Top 4 ist er, glaube ich, gestorben. Oder sein Nidoking war auf jeden Fall tot. Dann war er am Pokémon Center, hat die anderen Pokémon, die noch lebten, die hat er in die Box gesteckt. Nur noch Nidoking gehabt, was halt keine HP mehr hatte, keine Lebenspunkte mehr. Ist dann vom PC weg. Das Spiel hat registriert, oh, du hast keine Pokémon mehr und hat ihn forfeitet. Und hat ihn als für, ja, also Game Over
tot, den Spieler, die Party tot erklärt. Und hat nicht irgendwie. Das war sehr lustig, weil irgendwie er läuft halt zum PC, weil er hat noch lebende Pokémon gehabt, konnte er auch normal rumlaufen. Dann packt er ein paar Pokémon in die Box und auf einmal ist er tot, bis er weggeht. Wer kennt es nicht? Ja, so viele Infos. Ich weiß nicht, ich habe jetzt versucht, mit dem Tempo des Runs mitzugehen, halt immer die Dinge zu erklären, die ja so gerade passieren. Hoffe, das hat so halbwegs geklappt. Ja, doch. Auch nochmal, wahrscheinlich nochmal mit dem Run ein bisschen tiefer beschäftigen. Macht mich doch neugierig. Vielleicht noch ein paar Sachen selber auszuprobieren. So den Anfang des Runs mit Brock Through Walls und so habe ich halt mal selber mal gemacht, weil es in einer anderen Kategorie vorkam. In Any Percent No Safe Corruption, also so 12-13 Minuten Kategorie, wo man das Spiel durchspielt, ohne das Save-File zu korruptieren und kaputt zu machen. Da gab es eine, als ich es zum ersten Mal gelernt habe, gab es den Brock Through Wall Glitch noch, um dann in die Mewtwo-Höhle zu kommen, um da ein Ditto zu kriegen, um damit dann wieder weitere Glitches zu machen in Route 1 und dann das Spiel zu beenden. Eine Woche drauf kam dann auf einmal, ja, hier ist eine neue Route, die ist ein bisschen schneller. Und dann, also am einen Wochenende habe ich die eine Route gelernt mit diesem Trick noch damals. Und dann am nächsten Wochenende habe ich dann die nächste Route gelernt, wo der Trick dann schon gar nicht mehr dabei war. Hat ein paar Minuten gekostet dann. Oder ich war dann schneller mit meiner Zeit natürlich, den PB locker geschlagen. Ich dachte mal im ersten Moment so, es hätte vielleicht aber früher damit kommen können, bevor ich hier noch eine alte Route lerne. Aber es hilft eigentlich, man kennt dann ein paar Glitches, ein paar alte Sachen. Die Sachen entwickeln sich ja mal weiter, wobei jetzt bei diesem Run halt wirklich seit, also die letzte Route hier ist Herbst 2020. Und seitdem hat sich scheinbar nicht wirklich mehr jemand mehr hingesetzt. Zumindest Atien hat genau den Run gezeigt, der als Guide verlinkt ist auf dem Leaderboard Autumn 2020 Kochim All Road. Ja, und für sind wir eigentlich an dem Punkt. Also es gibt noch eine Manipulation ganz am Ende, aber wir sind gerade am Punkt evolviere oder weiterentwickeln aller Pokémon, die du brauchst, von Box 7 bis Box 2, weil Box 1 ist so geroutet, dass man in Box 2, in Box 1 nur keine Pokémon hat, die man weiterentwickeln muss. Ist auch so ein Speedrun-Optimierung, dass das halt passt. Ich weiß nicht, ob es im Speedrun so gut tut, immer so. Es war ganz lustig, diese Glitches auch auf Speed zu sehen, aber ich hätte jetzt gesagt, so für Erklären und Verstehen ist das vielleicht jetzt nicht die hilfreichste Variante, das zu lernen oder zu verstehen. Ich denke mir auch, wenn man es wirklich lernen möchte, dann muss man dann diese Guides selbst lesen und Videos zu sehen und ja, viel Arbeit reinstecken. Wobei, dann braucht man nicht unbedingt den Glitch ja verstehen, dann macht man viel Item hin und her vertauschen in den Boxen und speichern und Manipulationen ausführen, wie man das sonst so macht. Habe ich damals halt auch in den Any-Percent-Routen, weiß ich auch nicht wirklich, was da im Hintergrund abgeht. Beziehungsweise beim Brock wusste ich auch nicht, warum brauche ich jetzt diese Werte von meinem Pokémon? Warum braucht jetzt Bisasam 16 Special Wert? Das habe ich halt gemacht. Dann hinterher irgendwie mal nachgeschaut, oh ja, ich mache ja eigentlich Sachen, damit das Spiel nicht abschmiert. Ja, das ist natürlich schon die Sache, zu wissen, wieso, weshalb, warum. Wie fängt man an, sowas zu lernen? Also die einfachste Variante ist halt wirklich dann Emulator, weil da kann man dann halt speichern. Auch mit Save States. Also auf der Konsole macht man das erst später, wenn überhaupt. Wir sehen ja jetzt hier einen Emulator ran. Aber wie gesagt, es geht auch auf Konsole. Wenn man auf dem Game Boy Player spielt oder auf dem Original Game Boy. Was aber schwierig dann zum Capturen ist, deswegen Game Boy Player vom GameCube.
Ja, und dann fängt man halt an und muss dann erstmal so eine Trainer-ID-Manipulation machen. Vielleicht ist es jetzt nicht das Beste, mit diesem Run anzufangen zu landen, würde ich jetzt meinen. Vielleicht wirklich Any% hat jetzt eine andere Route, ja, jetzt gibt es andere Glitches. Ja, Any% wäre zumindest, wenn man Speedrun-mäßig mal da reinschauen will, wäre der Any% No Safe Corruption Run wahrscheinlich das zugänglichste zu landen. Weil der ist so 13 Minuten lang, wenn man ihn halbwegs kann. Da kann man dann genug Speicherpunkte setzen im Emulator und dann so die Sachen mal durchprobieren. Und dann arbeitet man sich halt von Punkt zu Punkt im Guide voran. Also generell kann man sagen, wenn du jetzt die Frage jetzt allgemein meinst, wie man so anfängt. Allgemein Speedruns, ja. Genau, man nimmt sich ein Spiel, was du magst, was du, wo du sagst, du willst da hunderte Stunden und tausende Stunden eventuell reinsetzen und das Spiel wird dann niemals langweilig. Dann nimmst du das, dann guckst du dir den Speedrun an, guckst eventuell Guides an und versuchst dann die Tricks und Glitches nachzumachen. Oder wenn du jetzt nicht so kaputte Spiele haben möchtest, dann versuchst du die Glitchless Runs zu gucken und versuchst es so eigenständig die Spiele schnell durchzuspielen. Im Grunde. Ja, vielleicht dann allgemein Speedruns. Es gibt halt wirklich auch ohne Glitches. Wobei jetzt bei Pokémon muss man auch eine Manipulation lernen mit dem Nidoran. Wobei es gibt auch Anfänger-Varianten, es gibt auch Beginner-Guides, jetzt Pokémon Rotzucht zu spielen. Da wird viel erklärt dann auch in Videos. Man muss jetzt ja nicht gleich in Details einsteigen, wie man ein Menü am schnellsten macht. Es ist auch viele Varianten, Menüs zu optimieren. Das ist halt ein Pokémon, so ein Rollenspiel ran, wo man Menüs gut optimieren muss. Braucht man nicht alles gleich, wenn man am Ende ankommt. Arbeitet man sich halt Stück für Stück im Guide durch, ja. Hat viele Save States. Das gilt immer noch auch für ungeglitchte Runs. Umso länger die Runs sind, umso mehr Save States braucht man dann. Also wenn man auf dem Emulator testen kann, also die meisten üben auf dem Emulator mit Save States oder sie haben sogar Übungs-ROMs, wo man verschiedene Situationen herstellen kann. Gibt's ja die meistgerannten Spiele, die dann auch entsprechend manipuliert oder Hacks haben, ROMs. Gibt's dann auch Übungs-ROMs, wo man dann wirklich, also zum Beispiel bei Super Mario 64 braucht man nicht in die Welt laufen, man kann dann einfach man öffnet das Pause-Menü und wählt dann den Stern aus, den man haben will. Und ist dann direkt drin und kann sofort seinen Trick machen. Und dann spart man auch Zeit. Das ist so das Trainieren der einzelnen Passagen dann. Welcher Box immer? Box 5, okay. Percy, wo sind die großen Unterschiede? Die Unterschiede sind im Prinzip, ob man die Glitches halt benutzt oder nicht. Wenn man jetzt ein Pokémon, in dem Fall Pokémon zum Beispiel, Glitchless spielen würde, das heißt, alles, was wir hier sehen, oder zum größten Teil, was wir hier sehen, ist nicht erlaubt. Das heißt, keine Manipulation, obwohl Manipulation, glaube ich, schon. Ja. Aber wir gehen keine verrückten Sachen mit dem Speicher. Das heißt, wir spielen das Spiel wirklich, wie das Spiel gespielt werden soll. Ganz grob erklärt. Also an sich, wo man die Grenze zieht zwischen einem Glitch und unglitched, ist die Sache der Community. Man stellt halt irgendwelche Regeln fest und sagt, die Tricks oder Glitches, wenn man die dann so nennt, die erlaubt man nicht. Zum Beispiel auch selbst in dieser Kategorie, die sehr verglitcht ist, hat man Teile der Glitches verboten. Wir sind jetzt übrigens bei Box 4. Arbeiten wir uns jetzt Box 2 vor, langsam. Also selbst in dieser Kategorie, allein aus Spaßgründen, hat man gesagt, die anderen Glitches sind so kaputt, das ist dann nur noch Button-Mashing, das macht keinen Spaß. Wir wollen ein bisschen anders Technik haben, wir wollen ein bisschen uns begrenzen. Das Spiel ist einfach zu verbuggt. Muss man das ein bisschen machen, ein paar Glitches verbieten und hat halt ein paar Glitches verboten. Wenn man sich die Regeln anschaut, dann denkt man sich, okay, kann ich nichts mit anfangen mit den Glitchnamen. Man lernt halt den Guide und sagt, ja, der wird wohl den Regeln folgen. beim Hauptrun von Rot
so die 2-Stunden-Runs, wo man ja das Spiel durchspielt. Da gibt es auch so ein paar Dinger, wo man dann sagt, ist es jetzt ein Glitch? Ist es kein Glitch? Da gibt es über die Jahre dann auch immer Regeldiskussionen. Da gibt es dann aber auch so um kleinere Details wie den Instant-Text. Es gibt im Spiel ein Menü vom Fahrradhändler, wenn man das abbricht, dann kriegt man Instant-Text. Das kann einem auch in einem Casual-Run passieren, weil man nicht genug Geld hat für das Fahrrad die meiste Zeit. Dann hat man Instant-Text. Und dann sagt man sich, ist das jetzt ein Glitch? Oder man kann es auch selbst, es kann einem zufällig passieren, weil man es halt so macht. Und irgendwann hat man sich dann entschieden, okay, wir lassen es doch zu. Es nervt zwar irgendwie, weil es ein paar Einschränkungen dafür gibt mit dem Instant-Text, aber ja, die Leute, die spaßige Rennen machen, die verbieten dann Instant-Text zum Beispiel wieder. Obwohl es auf dem Leaderboard in der Kategorie erlaubt ist, aber in eine leicht andere Kategorie. Einfach aus Spaßgründen verbietet man dann solche Sachen dann wieder. Genau, im Prinzip kommt es wirklich auf die Community drauf an, wie die alles auslegen und wo da die Grenzen gezogen werden. Und ich sehe gerade, ich habe mal die Regeln offen von dem Gotta Cut Them All Kategorie. Aber da steht was komplett anderes drin, als wir eigentlich hier machen. Da steht zum Beispiel drin, man darf keinen Party-Overflow machen, man darf keine Farming-Glitches wie ein LG Fly, OO Belly LG, LVA und sowas machen. Aber das machen wir doch die ganze Zeit, oder? Nee, ich glaube, das sind andere Varianten von den Glitches. Ach so, okay. Das ist, wenn du jetzt wirklich auf der Hauptseite bist, wo auch der Any Percent ran und so. Genau. Ja. Und dann ist es, dann hast du von 1 Stunde 40 so die Top- oder anderthalb Stunden die Top-Zeiten. Genau, 1:32. Dann bist du genau in der Kategorie. Und diese anderen Glitches, die du jetzt gerade aufgezählt hast, sind was anderes. Ich kann da allerdings nicht sagen, was da jetzt. Also sie sind scheinbar schlimmer, aber was jetzt im Detail, das geht mir ein bisschen noch ab. Okay, weil ich habe das gedacht, wir haben Party-Overflow gesehen, wir haben Riesenmassen-Glitches gesehen. Nee, wir haben Party normal gesehen, wir haben Item-Underflow gesehen. Ah, okay. Wir sind ja nicht in der Pokémon-Party, da haben wir ja nichts gemacht. Weiß aber gar nicht, ob in dem Party-Underflow, ob ich den vielleicht in Any% Safe Corruption mal gemacht habe. Oder ob das aber da was anderes war. Aber auf jeden Fall, ja, den Pokémon Party Underflow, den haben wir laut Regeln nicht gesehen. Und falls ihr wissen wollt, worüber wir gerade reden, bei speedrun.com sieht man eine Übersicht von den verschiedenen Runs und verschiedenen Kategorien. Und wenn man dann auf View Rules geht, kann man auch sehen, welche Glitches erlaubt sind, welche Glitches nicht erlaubt sind und generelle Regeln zu den einzelnen Kategorien. Ja, aber wie gesagt, also die Regeln dazu verstehen, also welche Glitches verboten sind, da muss man halt schon wirklich tief im Routing drin stecken. Wenn man als Runner da einsteigt, dann folgt man einfach dem Guide. Ich hatte kurzen Kontakt mit einem mit Teppich, der auf dem Leaderboard solcher Runner halt steht, und er hat gemeint, er könne jetzt auch nichts wirklich erklären, was eigentlich passiert. Oder halt auch einen abgeschlossenen Runner auf dem Leaderboard hat. Hätte ich auch vor einiger Zeit auch so sagen können über andere Runs von mir. Also ich glaube, Any% No Safe Corruption könnte ich auch, wüsste ich jetzt auch gerade nicht, was da eigentlich passiert. Wo man da im Vatania-Wald dann auf einmal verbuggt ist und das Spiel irgendwie ruckelt und zuckelt und man auf einmal dann in der Hall of Fame ist, wenn man Glück hat. Könnte ich auch nicht wirklich erklären, man folgt halt dem Guide und spielt den dann möglichst schnell runter. Also manchmal Regeln von solchen Speedruns zu lesen, ist halt wirklich schwierig, weil man die meisten Sachen einfach nicht versteht, was da jetzt eigentlich verboten ist und vor allem warum. Richtig, und wenn ihr wirklich tief Interesse zeigt, könnt ihr auch dann den jeweiligen Discords joinen, wenn die was haben, und dort auch nach Hilfe fragen. Weil es gibt auch oft viele Deutsche, die gerade in Communities aktiv sind und die auch zum größten Teil Neulingen gerne helfen. Ah, wir sind in der letzten Pokémon-Box angekommen.
Ja, die Community ist da mal hilfreich. Auf den Discord, sie sind ja verlinkt auf speedrun.com auch. Also wenn er vielleicht tiefer so reinkommt, dann landet er halt immer im Englischen. Die meisten unterhalten sich halt auf Englisch. Und die Spiele werden halt auch auf Englisch gespielt, weil das ist auch so eine Community-Sache jetzt bei Pokémon zum Beispiel. Dass man nicht rausfindet, was jetzt die schnellste Sprache ist, sondern sagt, wir legen uns fest auf Englisch, spielen die meisten westlichen. Japaner natürlich nicht, meistens nicht. Weil da auch manche im englischen Bereich dann auch auftauchen ab und zu. Man spielt dann halt auf Englisch, während andere Speedruns sagen, wir finden die schnellste Sprache raus. Hat die Pokémon-Community irgendwann vor ein paar Jahren dann gesagt, wir wollen auch verstehen, was auf dem Bildschirm steht. Nur dass man halt, die meisten sprechen dann halt Englisch. Wobei Atien irgendwie auf seinem Stream auch ziemlich häufig Französisch spricht. Aber da habe ich immer das Gefühl, das ist so ein französischer irgendwie so ein Punkt für die Franzosen, dass die dann ziemlich häufig dann in ihrem Französisch bleiben. Ist schon ein Wunder, dass der Franzose auf Englisch rannt. Ja gut, hier muss er fast, weil sonst könnte die, obwohl, ob das vielleicht funktionieren würde, da auf der französischen Version, die Glitch oder manche Manipulation, ist dann die andere Frage. Es kann wirklich sein, dass die halt wirklich dann auch aufs Englischen wirklich nur funktionieren, in der englischen Version. Manche Dinge hier. Nee, man kann auch dann schlechter die Zeiten halt vergleichen. Ist zwar dann nur die Textboxen, aber das kann schon ein bisschen Unterschied machen. Okay, er hat 151 Pokémon, hat es gerade gecheckt. Damit der letzte Manipulation lässt nur noch ein Pokémon übrig. Und damit der Run halt geendet wird, gibt es, denke ich, aus historischen Bedingungen, wahrscheinlich hat der erste Runner irgendwie sich gedacht, wir müssen das vernünftig beenden. Und einen vernünftigen Endescreen haben. Und ja, Timing-Diskussionen sind auch mal lustig. Wo enden wir oder fangen den Run an? Gibt es auch gerade wieder in Pokémon Legends Arceus, gab es erst wieder eine Abstimmung. Wo fangen wir den Run an und wo beenden wir ihn? Lassen wir das ganze Tutorial am Anfang weg? Ja oder nein? War so die extremste Meinung. So die ersten 20 Minuten einfach skippen durch den Save-File. Ja, weil ich habe manipuliert nach oben, die Nordrichtung geändert in die Hall of Fame und damit die Hall of Fame-Sequenz gestartet und damit ist dann auch gleich Time. Austaus als End-Pokémon. Als Nidoking wäre eigentlich das stylische gewesen, denke ich. Hat 151 Pokémon, hat nur noch 200 Geld. Ja, 1 Stunde 43 Minuten Ingame-Zeit, das kommt halt durch die ganzen Resets. Da wird die wird Zeit nicht gezählt. Ingame-Timer benutzt oder wird der externe Timer benutzt? Also der Real-Time. Es wurde mal Ingame-Zeit benutzt für die Hauptruns. Bevor man die Manipulation gefunden hat. Und dann hat man geändert auf. Das Problem ist auch, die Ingame-Zeit zeigt keine Sekunden an, von dem her. Ah, okay. Da gab es dann irgendwann einen Umstieg auf Realzeit, aber das war vor meiner Zeit. Und guten Morgen, Lady Red Dragon. 1,54, was eine schöne Zeit. Ja, gut, dass er hier unter 2 Stunden geblieben ist. Gut durchgespielt. Am Anfang vielleicht noch ein paar Probleme gehabt mit dem längeren Manipulation. Das kann ja passieren. Nichts Größeres schiefgelaufen. Wie gesagt, man ist immer irgendwie ein Klick wahrscheinlich weg vom Softlock in der ganzen Sache. Das Spiel verträgt das jetzt auch nicht wirklich, dass man da so rumspielt die meiste Zeit. Man sollte ja auch nicht mit Synchro fangen damals, weil es kann ja auch den Speicherstand schädigen. Weiß ich jetzt auch nicht, aber man hat. Wenn man mit Synchro vielleicht noch einbauen kann, den Catch 'em All ran. Konnte man nicht sogar das komplette Modul kaputt machen? Na, das komplette Modul kannst du eigentlich nicht aus. Also würde ich jetzt aus technischer Sicht sagen. Also ein ROM kaputt auch zu machen. Nur so ein Irrglaube. Und gut im Augenblick. Also ein ROM kann man ja schlecht kaputt machen, weil das ist halt nur Speicher, der eigentlich nur ausgelesen werden kann. Kann man schlecht überschreiben eigentlich. Brilliant run, well played.
Jo. Especially not the native language, some incredibly difficult focus time as well, and you pulled it off masterfully. Damit sind wir am frühen Morgen mit einem sehr technischen Run durch. Und jeder, der vielleicht gestern die Glitches vermisst hat bei Pokémon Schwert, hat jetzt vielleicht genug davon mitbekommen. Da wurde ja auch schon gefragt, ob es irgendwie Glitches gibt. Musste man noch enttäuschen und auf hier verweisen. Ja, Genesis kommt ja nochmal, den sehen wir ja noch rechts, denn der kommt ja noch mit Pokémon Gold am Freitag. Ich weiß es jetzt gerade, welche Kategorie wirklich oder welche Route? Moment, Pokémon Gold. Ja, das Problem ist mit der Kategorie, es gibt da zwei, es gibt da so eine Klassik-Variante von. Moment, wann kommt die? Ich glaube, Freitag müsste Genesis sein. Ach da, Pokémon. No Safe Co-Option. Oder Samstag? Am 19. Ja, das war Samstag. Samstag. No Safe Co-Option, any persons. Ja, da gibt's aber auch, das ist auch so eine Regelsache. Es gab eine No Safe Co-Option, hat dann auch jemand eine bessere Route gefunden, die aber sehr verglitscht dann war. Und ich glaube, Kylo, das ist ein deutscher Pokémon-Runner, der wollte dann auch, aber auch irgendwie eine ältere Route trotzdem noch beibehalten, weil er es einfach spaßiger fand, die zu runnen. Ist aber in dieser Kategorie, das, also wenn er mit dreiviertel, oder wie war das, Estimate, Stunde? Ja, Stunde. Da hätte ich dann fast gesagt, dass er wahrscheinlich irgendwie dreiviertel Stunde-Variante irgendwie nimmt und teilweise zumindest dann normal das Spiel durchspielt und nicht komplett die verglitschte Variante. Weil das Spiel geht auch viel schneller durch, in der Kategorie auch. Aber es gibt auch die alten Routen und so weiter. Die Pokémon Leaderboards haben ja sehr viele erweiterte Leaderboards, wo dann andere Kategorien auch noch mit drin sind. Zum Beispiel dieser Catch'em All Run, den gibt es auch nochmal in einer schnelleren Variante, verglitschtere Variante, die aber halt nach Community-Entscheidung zu wenig Spaß macht und deswegen nicht die Hauptkategorie sein soll. Und deswegen aufs Nebenleaderboard geschoben wurde. Jetzt halt viele Varianten. Denke ich schon mal bei vielen Spielen, die wirklich sehr viele Varianten haben, dann Überblick zu behalten, glaube ich, sehr groß. Also sehr, sehr, sehr schwer. Ja, bei Pokémon kommt halt nicht nur die, wie viele Glitches man erlauben soll, sondern auch mit welchen Pokémon man ran will. Richtig, da gibt es wahrscheinlich ein. Ein Starter mit Feuerstarter, so und so mit Starter, so und so, Unterschiede, die man machen kann. Oder man spielt das Spiel mit Dugtrio durch, weil das auch irgendwie halbwegs schnell ist, glaube ich, sogar in Gelb. Es gibt ein paar lustige alternative Routen, die halt nicht schnell genug sind, um wirklich weltrekordtauglich zu sein. Die aber eigentlich vom Konzept her relativ lustig sind. Zum Beispiel ist irgendwie so ein Pipi-Route in Pokémon Rot auch, wo man Pipi dann fängt im Mondberg. Das lernt dann auch ziemlich viele gute Attacken. Manchmal wechselt man auch später dann in der Safari-Zone zu Nidorino. Aber das ist halt. Es waren halt mal so Vorschläge, die sich dann als nicht schnell genug über Weltrekorde gezeigt haben. Wobei da eigentlich dann auch, wenn man es ausspielt, wirklich so groß sind die Unterschiede nicht. Also es sind so 10, 15 Minuten vielleicht. Wir sehen jetzt den Item Underflow nochmal erklärt. Im Erklärvideo. Ja, da schmeißt er die. Vielleicht. Kurz drauf ein. Weiß ich nicht. Er schmeißt halt ein paar Items raus. Dann nimmt er hier von den Escape Tropes, reduziert das auf 3. Jetzt mit dem Item minus 1 reduziert es, fügt er die immer zusammen. Und wenn dann ein Item dann quasi 0 Menge erreicht, dann verschwindet es. Und die Ende des Itembeutels wandert dann irgendwie außerhalb nach oben, außerhalb der Reichweite von der normalen Itemliste. Und dann meint das Spiel, wir haben Minusmenge Items und man kann dann lustig rummachen im Speicher. Da kommt er.
Er kommt aber im Mewtwo ganz anders raus. Aus der Safari-Zone in Cerulean City rein. Cerulean Cave. Batch acquisition, we don't use Mewtwo anymore due to the fact that Charizard is faster to get. I'm Genesis. That's it for today. Ja, erwähnt er auch in der Erklärung, die Reverse Batch Acquisition, die ja die Glitch-Kategorie ist, die jetzt Genesis ja hier auch schon mal gezeigt hat. Auf Charmage. Und schon wieder Werbung sehe ich gerade. Eieiei. Und guten Morgen an alle, die wach geworden sind, an alle, die uns eingeschaltet haben.